Wir gehen vor wie heute Vormittag. Ich freue mich, dass Professor Robert Schlögl bei uns ist für sozusagen den Impuls zum Thema Energie. Er wird in 10 Minuten Eckpunkte einer sozusagen Roadmap für die Veränderung vorstellen, die er mit einer Arbeitsgruppe in der Leopoldina erarbeitet hat, die auch veröffentlicht wurde, ich glaube letzte Woche, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das wird der Ausgangspunkt sein für die anschließende Diskussion. Also 10 Minuten holen wir uns jetzt alle mal so ein bisschen rein auf einen Wissensstand und dann freue ich mich auf die Diskussionsrunde und die Diskutierenden stelle ich Ihnen dann im Anschluss vor. Lieber Herr Schlögl, bitte schön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass die Organisatoren mich für ihren Nachmittagsschlaf eingeteilt haben. Ich werde versuchen, dieser Anforderung voll gerecht zu werden. Das Erwartungsmanagement hätte jetzt gesagt, ich erkläre Ihnen, was in dem Text steht. Das sind 6 Punkte genannt. Den kann man da hinten hören. Ich werde Ihnen das nicht erklären, weil ich davon ausgehe, dass Sie lesen und schreiben können und deswegen wissen Sie schon, was da drin steht. Ich möchte das Ganze in einen Kontext stellen. Ich halte das für sinnvoller, damit wir danach eine sinnvolle Diskussion führen können. Das beginnt natürlich auf einem sehr hohen Niveau. Warum gibt es eigentlich Bottlenecks bei der Energiewende? Wenn wir den Vertreter der Bundesregierung heute früh gehört haben, wird man sagen, eigentlich gibt es keine Bottlenecks. Es ist ja alles wunderbar und wir sind ja völlig zufrieden, wir haben alles im Griff. Wir wissen aber, in Wirklichkeit ist nicht ganz so und ich möchte versuchen zu erläutern, warum das so ist. Warum ist die Energiewende eigentlich so eine große Herausforderung für uns, wenn wir doch alle verstanden haben, dass wir in Zeiten des Klimawandels leben? Das liegt zunächst einmal daran, dass das Klima der Erde ein stationärer Zustand ist und es die unangenehme Folge hat, dass man nie wieder zu dem Punkt zurückkommen kann, wo man schon mal angefangen hat. Das heißt, die Idee, wenn wir nur genügend Energiewende machen, dann wird es wieder so, wie es 1990 war, die wird es garantiert nicht geben. Wir wissen aber ganz sicher, dass wir die Ursache dieses Klimawandels sind. Das steht außer Zweifel. Wir wissen auch, dass wir das Ergebnis der Klimawandeländerung nicht wissen können. Auch das ist gut bekannt. Und wir wissen auch nicht einmal, ob wir überhaupt noch unter Kontrolle des Klimawandels sind oder ob der Klimawandel als eine Änderung des stationären Zustands der Erde ohnehin jetzt passiert und wir nur noch Zuschauer sind. Was wir aber ganz sicher wissen ist, es ist extrem wichtig, den Anlass dieses Klimawandels, nämlich die CO2-Konzentration in der Atmosphäre, so schnell wie möglich beherrschbar zu machen. Und die Betonung liegt bitte so schnell wie möglich. Und somit, wenn das alles so klar wäre, fragt man sich, warum ist da ein Problem? Das Problem ist darin, dass das eine transformative Änderung ist, die wir da vorgenommen haben. Das heißt, wir rennen auf eine Betonwand zu, wir sehen nicht, was auf der anderen Seite der Betonwand ist, aber wir müssen jetzt Entscheidungen treffen, obwohl wir gar nicht wissen, worum es da eigentlich geht. Deswegen muss man einen Proxy schaffen, man muss also ein Ziel definieren, auch in Unkenntnis der Folge davon. Und dieses Ziel ist das 2-Grad-Ziel, das ist ja auch sehr sinnvoll, und der Vertrag von Paris. Das sind politische Festsetzungen und weil es politische Festsetzungen sind, eignen sie sich nicht dazu, mit naturwissenschaftlicher Präzision die Konsequenzen herzuleiten. Es gibt keinen naturwissenschaftlichen Weg, um den Weg der Energiewende zu beschreiben. Diese Rolle übernimmt die Politik und das ist auch der Grund, warum die Politik in diesem Fall auch eine besondere Verantwortung hat. Die Politik übernimmt die Führung und definiert die Ziele der Energiewende. Erneuerbare Primärenergie benutzen und die Kreisläufe von Materialien schließen. Das sind die beiden wesentlichen Punkte. Leider hat die Politik bisher eben vor allen Dingen sich um Ziele gekümmert und nicht um Wege. Die Wege sind noch relativ schwierig. Und die Politik hat es verabsäumt, ein von uns allen akzeptiertes allgemeines Konzept zu liefern. Und das Konzept der Energiewende ist das, was ich dann als Roadmap bezeichnen würde. Dieses Konzept muss systemumfassend sein, es muss allgemein verbindlich sein und es muss viel weiter greifen als der vor 10 Jahren identifizierte Lösungsansatz. Wir machen jetzt Elektrifizierung mit suffizienten Mengen von Strom. Das reicht definitiv nicht. Es gilt auch, dass die Energiewende ist ein internationales, ein globales Problem. Eine rein deutsche Lösung ist überflüssig, die brauchen wir gar nicht. Wir brauchen einen internationalen Kontext. Wo stehen wir dabei? Die Dringlichkeit der Aufgabe wird diffus von allen von uns geführt. Das ist der Grund, warum wir auch alle dazuhören. Irgendwie haben wir das Gefühl, ja, wir müssen schon was tun. Und das führt dazu, dass es zahlreiche, nicht abgestimmte und punktuelle Handlungen der Akteure gibt. Jeder macht irgendwas irgendwo.
Und das ist aber nicht sehr sinnvoll, denn die Energieversorgung ist ein System aus Prozessketten. Und diese Prozessketten verbinden die technologische Ebene, die wir eigentlich ganz gut kennen, mit einer ökonomischen Ebene, bei der es Anbieter und Nutzer gibt, über eine politisch-soziale Ebene. Das ist ein hochkomplexes Gebilde und es gibt auch mehrere solche Prozessketten. Und zu glauben, dass man das punktuell heilen kann, ist einfach ein Missglaube. Wiederum hat die Politik einen schweren Fehler gemacht, das muss ich hier deutlich sagen, hat nämlich die systemische Natur des Problems gesetzlich fragmentiert. Das Klimaschutzgesetz, das wir haben, teilt das Ding in Politikressorts auf, anstatt in Zusammenhänge und Prozessketten. Dies ist keine geeignete Systematisierung der Aufgabe, so werden wir das Problem nie lösen können. Eine integrative Projektsteuerung der Energiewende ist jetzt absolut notwendig, und zwar bitte sofort. Durch die entstehende Fragmentierung hat sich nämlich eine Atomisierung der Verantwortung für die Energieversorgung eingestellt. Es ist niemand mehr gesamtverantwortlich für das Ganze und deswegen gibt es auch so viele Aktionen. Was ist die Strategie einer Lösung? Das ist eine komplexe Aufgabe und die beantwortet man dadurch am besten, dass der Staat die Aufgabe übernimmt, einen weit gefassten Handlungsraum für die privaten Akteure zu schaffen. Und da sind viele private Akteure, sind nicht nur Unternehmen, auch wir als Kunden sind da drinnen. Dieser Handlungsraum muss klar, verbindlich und hart abgegrenzt sein. Und der Staat hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Rahmenbedingungen noch eingehalten werden. Dazu benötigt der Staat einige Steuerungsinstrumente und die müssen wenig und transparent sein, damit sie wirksam sind. Sie müssen allumfassend im Energiesystem wirken. Der erste ist völlig klar, der CO2-Preis. Das zweite Steuerungsinstrument ist eine einheitliche Planung und Regulierung der Übertragungsinfrastruktur für alle Energieträger. Alle anderen Teile der Infrastruktur kann man ruhig privatwirtschaftlich machen, aber die Übertragungsinfrastruktur nicht. Der soziale Ausgleich für die unweigerlich entstehenden Zusatzkosten ist ebenfalls so ein Instrument, das nur der Staat leisten kann. Und es ist natürlich eine interessante Frage zu diskutieren, woher die Rechtfertigung kommt, dass die Referenz für den Preis von Energie das fossile Energiesystem ist, das wir hier abschaffen wollen. Darüber kann man auch gründlich diskutieren. Und das vierte Instrument ist natürlich die international verbindliche Kooperation. Und hier sage ich ganz deutlich, vor allen Dingen in der EU. Wichtig ist auch zu verstehen, der Staat kann die Energiewende niemals bezahlen. Und deswegen ist die besondere Bedeutung des Staates seine immaterielle Führung der Energiewende. Ohne die wird es keine Energiewende geben. Die privaten Akteure vollziehen nämlich die Wende schnellstmöglich, weil sie haben auch die nötigen Mittel dazu. Sie haben auch umsetzbare Geschäftsmodelle und sie müssen dafür allerdings auch die Risiken der neuen Technologie in Auftrag nehmen. Sie müssen sie übernehmen, erhalten den entsprechenden Gewinn. Jetzt formuliere ich noch schnell drei Hauptsätze und dann komme ich zu meinen Kritikpunkten. Sonst wäre ja nicht da. Die Energiewende muss am ersten Hauptsatz als ein global wirkendes dynamisches System verstanden werden, nicht als eine regionale oder nationale Aufgabe. Sie kann von keiner Nation alleine gestaltet werden. Die Dringlichkeit der Erreichung von Nachhaltigkeit erfordert Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Und es gibt regional unterschiedliche Wege zum Ziel. Keiner davon ist universell und keiner hat das Recht, seinen Weg als den wesentlichen für die anderen vorzustellen. Zweiter Hauptsatz, es gibt ausreichend erneuerbare Energie für alle auf dieser Welt. Die raumzeitliche Verfügbarkeit ist das Problem, nicht die Menge. Das gelingt sehr gut im dualen Wirken von lokal erneuerbarer Elektrizität und global gehandelten stofflichen Energieträgern auf der Basis Wasserstoff. Wir wissen das sicher und wir wissen, dass wir das lösen können. Dritter Hauptsatz, die Nachhaltigkeit erfordert das Schließen aller Stoffkreisläufe außer der für Wasserstickstoff und Sauerstoff. Dafür sind erhebliche neue Technologien zu schaffen und auch nicht eingeplante zusätzliche Energiemengen erforderlich, die möglicherweise genauso groß sind wie die Menge von Energie, die wir bisher verbrauchen. Das ist ein wesentlicher Punkt. Zwei Faktoren, die zum Erfolg führen und dann höre ich auf. Der Faktor Zeit. Die Energiewende ist der Neubau des größten realwirtschaftlichen Systems unseres Planeten. Bitte ganz langsam überlegen. Das größte realwirtschaftliche System dieses Planeten bauen wir jetzt neu. Das wird Dekaden dauern und nicht Jahre und nicht Monate. Wir haben in Deutschland in 10 Jahren 17% Emissionsreduktion hingekriegt. Das heißt 2% pro Jahr. Können Sie ausrechnen, wie lange das dauert, wenn wir so weitermachen? Die Wende braucht jetzt
ein solides konzeptionelles Fundament. Das ist das Wesentliche, was jetzt zu leisten ist. Und bitte keine Symbolwenden. Davon haben wir schon genug gehabt, das hilft nicht. Die wichtige Aufgabe ist, ein Erwartungsmanagement durchzuführen. Wir brauchen jetzt sofort eine Klarheit darüber, dass Energieversorgung ein reales und kein virtuelles System ist und dementsprechend auch die Umwandlung entsprechend lange dauern wird. Die Effizienz, die sehr häufig diskutiert wird, ist vor allem durch das Verhalten der Nutzer zu gewinnen. Die technologischen Maßnahmen der Effizienzsteigerung sind überschaubar, weil es da immer alle möglichen Antworten des Systems gibt, die das wieder zurückverwandeln. Aber der Nutzer ist wesentlich dafür verantwortlich, dass Energiesysteme effizient sind. Auch das kann man sofort kommunizieren. Und leider nochmal die Politik, es fehlt eine verbindliche Aufgabenverteilung. Wer tut bis wann was? Das wäre sehr nützlich, wenn man das schnellstmöglich definieren würde. Wir reden über einen Forschungsgipfel, also reden wir auch über den Faktor Forschung. Erstes Statement, die Technologien für die erste Generation nachhaltiges Energiesystem auf der Welt sind heute vorhanden. Es gibt keine Technologielücke, die es verhindern würde, dass wir das machen. Aber es gibt natürlich trotzdem noch erhebliche Herausforderungen. Wichtige Punkte sind die skalierbaren Lösungen für das Schließen der Stoffkreisläufe. Da fehlt es uns noch erheblich. Das dauert auch am längsten. Deswegen hat die Leopoldina-Studie das auch vorne herangestellt. Die Digitalisierung von Netzen und chemischen Prozessen ist viel zu wenig weit fortgeschritten. Es gibt alle möglichen Schwierigkeiten mit Software, Hardware und es gibt ungelöste Fragen der Eigen- und Fremdsicherung. Die Herstellung von preisgünstigen und umweltverträglichen E-Fuels befindet sich immer noch in der Konzeptphase, wie es im Augenblick heftig diskutiert worden. Bekannte großtechnische Verfahren sind sehr komplex und eigentlich nicht geeignet. Hier ist einiges zu tun. Die Wissenschaft hat Möglichkeiten dazu, das zu tun, aber es ist festzustellen, dass das bisher nicht vorangekommen ist. Warum ist das so? Wir beschäftigen uns intensiv mit Vorfestlegungen auf die Möglichkeit oder Unmöglichkeit von irgendwelchen Lösungen in der Energiefrage, ohne dass wir die überhaupt jemals vorher verifiziert hätten. Also die Papierdebatte, die wir führen, ist extrem schädlich. Wir haben eine sehr gute Grundlagenforschung in Deutschland. Sie benötigt politikfreie, stabile, langfristige Arbeitsbedingungen und die nötige Infrastruktur dazu. Damit entsteht die Generation 2 der Energiewende, aber nicht die, die wir jetzt haben. Jetzt brauchen wir das Zusammenwirken von Wissenschaft und Industrie, um die Skalierungsprojekte voranzubringen. Und da gibt es einige Schwierigkeiten, die ich jetzt ganz zum Schluss noch erwähnen will. Wir müssen nämlich feststellen, dass unsere Ministerien im Augenblick sich nicht dadurch auszeichnen, dass sie große Impulse in die Zukunft setzen, was die Forschung angeht. Es wird nicht verhindert, dass das, was frühere Generationen getan haben, weitergeführt wird, aber es wird auch nichts Neues eingeführt. Das Stocken der weiterführenden, themenorientierten Förderung durch das Forschungsministerium und der Dauerkonflikt Forschungsministerium BMWK, auch im Bereich Skalierung, sind extrem hinderlich, dass wir in der Energiewendeforschung weiterkommen. Und das allerletzte wurde heute schon gesagt, ich will es nochmal verschärfen. Attraktive Arbeitsbedingungen für akademische Ausbilder sowie für akademische Auszubildenden sind extrem wichtig. Das HR-Problem ist möglicherweise ein extremes Bottleneck der Energiewende. Internationalität, diskriminierungsfreie Orientierung auf Qualität sind die kritischen Erfolgsfaktoren neben dem, was Herr Heil heute schon gesagt hat. Damit, glaube ich, habe ich das kurz umrissen, wo wir stehen und ich schließe ab. Mit dem Statement, mir ist in der Beobachtung nicht so klar, ob, wenn wir uns jetzt vorstellen, die Energiewende wäre ein Serienknüller bei Netflix, stoppt den Klimawandel, ungefähr 1400 Folgen davon, die wird länger als die Lindenstraße und dann frage ich mich, was tut die Politik in der Lindenstraße? Ist sie Autor, ist sie Regisseur, ist sie Schauspieler oder Produzent? Und ich habe das Gefühl, die Politik glaubt, sie macht alles gleichzeitig und wir wissen, dass das eine völlige Überforderung ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Professor Schlögel, für dieses auch zugespitzte Bild am Ende. Ich setze Sie sich gerne schon mal hin, ich organisiere Ihnen sozusagen Ihre Gesellschaft. Es hört sich sehr laut an. Nur nicht, dass hier jemand einen Schreck kriegt, wenn ich rede. Genau. Wir freuen uns jetzt, diesen Impuls diskutieren zu können, unter der Moderation von Georg Schütte, Generalsekretär der
Volkswagen Stiftung. Ich nenne Ihnen einmal die Diskutierenden und dann können Sie vielleicht gemeinsam auf das auf die Bühne auch kommen. Wir haben dabei Herrn Dr. Rainer Hasselhoff, Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt. Schön, dass Sie da sind. Professor Dr. Holger Hanselka, Präsident des Karlsruher Instituts für Technologie. Dr. Georg Stamatelopoulos, der ist nicht da, genau. Herr Münch ist da, ich wollte gerade sagen, eben war doch Herr Münch da, genau, Wolfram Münch von der NBW AG, herzlich willkommen. Und last but not least, Professor Dr. Lamia Messari-Becker, die eigentlich gleich hier auf dem Bildschirm erscheinen müsste. Ich habe eben gehört, sie ist in der Leitung, wir freuen uns, dass Sie digital dabei sein können. Und natürlich Professor Dr. Robert Schlögel und ich freue mich, wenn Sie jetzt zu uns in die Runde kommen und übergebe das Wort an Georg Schütte. Vielen herzlichen Dank, Andrea Frank. Wir freuen uns, dass in unserer Runde jetzt mit dabei ist und manche von Ihnen können das nur von hinten sehen. Auf einem Bildschirm sehen wir Frau Professorin Messari-Becker. Frau Messari-Becker, wir freuen uns, dass Sie in unserer Runde hier mit dabei sind. Kurzfristig absagen musste Herr Stamatelopoulos, der hat den Flieger leider verpasst, aber wir sind ganz froh und dankbar, dass Herr Münch, der Forschungschef von EnBW, mit dabei ist. Und kurzfristig abgesagt hat uns auch Frau Professorin Hanson aus Darmstadt, die heute leider nicht dabei sein kann. Aber in dieser Runde mit der digitalen Zuschaltung nochmal ein Dank nach Siegen, glaube ich, oder wo immer in der Republik, ja, kriegen wir das heute ganz gut hin. Wir wollen jetzt in dieser knappen Stunde diskutieren, wie es uns tatsächlich gelingen kann, das größte, wie wir von Herrn Schlögel gehört haben, realwirtschaftliche System tatsächlich ein Stück weit umzubauen und wie es uns gelingen kann, Blockaden in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft aufzulösen. Herr Ministerpräsident, Herr Heil hat heute Morgen in seiner Eröffnungsansprache als Bundesminister gesagt, dass eine der großen Stärken unseres Landes nicht zuletzt darin besteht, dass wir die großen Transformationsprozesse, sei es in der Gesundheitswirtschaft, wie wir heute Morgen diskutiert haben, sei es im Energiesektor, wie wir heute Nachmittag jetzt diskutieren, dass wir diese Transformation unter Bedingungen einer Demokratie gestalten können. Demokratie als Ermöglichung von Freiheit, auch von Freiheit der Wege, die wir einschlagen können, aber auch Demokratie als, wenn Sie so wollen, Last der Diskussion. Zeitgleich diskutiert beispielsweise der Koalitionsausschuss über Wege der Transformation, aber sicherlich auch über schmerzhafte Maßnahmen, die dafür möglich sind. Als Ministerpräsident eines Landes mit einer starken Chemieindustrie, als Ministerpräsident eines Landes auch mit strukturellen Herausforderungen, wie können wir Energiewende unter Bedingungen einer Demokratie tatsächlich gestalten? Wo sind da die Herausforderungen? Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und auch für Ihren Impuls, Herr Schlögel. Ich könnte von vorne bis hinten, das erwartet man vielleicht gar nicht von einem Politiker, alles unterschreiben, was Sie gesagt haben. Sie haben komplett recht. Und wenn das so ist, dann wissen wir, dass das, wie Sie jetzt hier anmoderiert haben, freundlich und politisch korrekt, so eigentlich in diesem freien Raum im wiedervereinigten Berlin, in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, so nicht harmonisch zu Ende gehen kann. Denn der Koalitionsausschuss hat ja zum Beispiel jetzt auch gerade das Thema, wie man mit beschränkten Ressourcen Projekte dieser Koalition umsetzt. Dazu gehören auch eine ganze Reihe von Ökoprojekten. Aber wie das Ganze eben auch unter demokratischen Bedingungen weiter stattfinden kann und nicht durch Oktroyieren von bestimmten Festlegungen, Verboten und so weiter und so fort. Und da kommen wir genau in die Grenzziehung hinein, die ja auch in den letzten Monaten aus verschiedensten, auch anderen Gründen, die Leute auf die Straße getrieben hat. Also ist das ein hochsensibles System, was wir zu verantworten und auch zu wahren haben. Und deswegen müssen wir da auch vorsichtig umgehen, wenn es um Maßnahmen geht. Denn Herr Schlögel hat zu Recht gesagt, egal was wir hier in Deutschland machen, es bleibt im Rauschen stecken der globalen Klima- und sonstigen Bilanzen, die wir
uns hochziehen können. Wir haben trotzdem die Verpflichtung, logischerweise als entwickeltes Industrieland dort offensiv und technologisch, sagen wir mal, mit auch Vorreiter seiend mitzumachen. Aber wir wissen, dass das alles sozusagen nicht reicht und in irgendeiner Weise etwas verändert, wenn es nicht zu einem globalen und internationalen Gesamtprozess wird. Nun wissen wir, dass in der Politik auch gerade zu diesem Thema vieles von Vergeblichkeit geprägt ist, beziehungsweise eben auch nur ganz mühsam auch entsprechende Wege und Pfade gegangen wird. Und wir auf der anderen Seite wissen, auch aus der deutschen Geschichte, ja, wir haben gerade 90 Jahre als Gedenktag auch bei uns im Landtag begangen, im Sinne dessen, was ist damals passiert, als das Ermächtigungsgesetz im Reichstag hier nebenan beschlossen wurde. Davor war eine Wirtschaftskrise, davor war eine Inflation. Die ganzen Jahre waren geprägt durch riesige Umbruchprozesse, von denen wir heute bezüglich des Wohlstandes in unserer Gesellschaft weit weg sind, Gott sei Dank. Aber wir leben eben davon, dass bestimmte Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger, die auch in Wahlkämpfen und über Parteiprogramme auch gepflegt werden im Sinne von Angeboten, auch erfüllt werden. Das heißt also Wohlstandsverlust im Zusammenhang mit Klimaschutz und entsprechenden Maßnahmen sind zwei Seiten einer Medaille, die man möglichst zusammenhalten muss. Und vielleicht nochmal für unser Land jetzt auch runtergebrochen, wir sind Kohleland, wir sind erneuerbares Energienland. Ja, wir sind mit Schleswig-Holstein und Brandenburg diejenigen, die am meisten erneuerbare Energie erzeugen in Deutschland, haben aber die höchsten Strompreise in Deutschland, weil wir durch die vielen dezentralen Einspeisepunkte die höchsten Netznutzungsentgelte haben. Das heißt, es lohnt sich eigentlich für unsere Gesellschaft in unserem Bundesland oder hier nebenan in Brandenburg, Berlin wird ja von uns beiden Ländern sozusagen zwei Ländern versorgt, lohnt sich eigentlich nicht, weil wir uns jeden Tag schlechter stellen. Es müsste eine deutschlandweite Umwälzung der Netznutzungsentgelte geben. Da sind wir wieder bei Herrn Schlögel. Dieses System kann nur gesamtstaatlich funktionieren. Alles andere kann marktwirtschaftlich gut organisiert werden, aber dieses System muss laufen. Ansonsten kann ich dreimal sagen, wir erweitern die Fläche, stellen noch mehr Windräder hin. Wenn Sie die A2 und die A9 mal langfahren in Richtung Süden oder Westen, dann wissen Sie, wo der grüne Strom herkommt und das im Süden so gut wie kaum ein Rad steht. Also ein Windrad meine ich, Räder vielleicht schon, Lastenräder gegebenenfalls. Damit ist klar, dass das System von der Anreizseite her nicht funktioniert. Und wenn wir die Anreizseite nicht nach vorne bringen und auch wirken lassen, bis hin zur Eigenvermarktung und auch Besserstellung derjenigen, die sich dieser Sache öffnen, wenn wir es nicht schaffen, mal wegzukommen oder wenn wir es nicht schaffen, und das sage ich mal in dieser Deutlichkeit, mal in CO2-Bilanzen auch zu denken und nicht Technologien eliminieren zu müssen. Ich habe immer auch meine grünen Koalitionspartner früher gefragt, geht es euch eigentlich um CO2, um den Treibhauseffekt und all diese Geschichten? Oder geht es euch darum, nach Atom die Kohle und nach dem Kohle das Gas alles technologisch rauszuschießen, damit ihr sozusagen ein Skalp irgendwo hinhängen könnt? Da habe ich oftmals den Eindruck, dass es um das Killen von Technologie geht. Geht ja genauso um die Verbrennerdiskussion. Wir wissen genau, dass E-Fuels momentan kostenmäßig und auch technisch, was die Hochskalierung anbelangt, Illusion bleibt. Also momentan, heute, zum jetzigen Zeitpunkt. Aber eliminiere ich dann durch Verkaufsverbot die Verbrennertechnik generell? Oder lasse lieber mal den Markt reden und gehe über die Standards, die ich setze und über Grenzwerte, die ich setze, schlicht und einfach so ran, dass wir uns an dieser Stelle nicht verkämpfen. Und wie konnte ich das jetzt fortdeklinieren? Und ich sage mal eins, wir schicken regelmäßig den Wähler in die Wahlkabine. Das ist anders als in China, wenn die was festlegen oder was weiß ich, in welchem autokratischen System. Bei uns ist immer wieder eine Steuerungsmöglichkeit da. Und wer mal erlebt hat, wenn die AfD-Quoten hochgehen, gerade auch im Revier Direktmandate gewonnen werden, weil man uns sozusagen in Teilen auch sehr suboptimal, um nicht noch brutalere Worte zu wählen, Politik machen und Energiepolitik machen sieht, dann weiß ich, dass wir als höchstes Prinzip erstmal auch die Stabilität der Freiheit, der Demokratie und unserer Grundordnung auch im Blick haben müssen.
Und diese muss wiederum die Kraft haben, entsprechend auch die technologischen Möglichkeiten für eine Energiewende zu bekommen, aber eben auch mit dem Durchschlag, dass wir mit unserem 1% der Weltbevölkerung mal andere auch so mitziehen und nicht nur Sonderwege gehen, sondern dass wir schlicht und einfach es schaffen, dass wir aus dem Rauschen rauskommen und wirklich was zur Dämpfung des weiter ansteigenden Treibhauseffektes beitragen. Lassen Sie uns einmal dahin gehen, wo es weh tut. Wo es weh tut, für Politik, aber auch für Wählerinnen und Wähler. In dem klugen Papier, was Herr Schlögel mit formuliert hat, was dort drüben auch ausliegt, mit 6 Leitideen für die Transformation des Energiesystems, lautet die erste: systemisches Kreislaufmanagement etablieren. Und das heißt auch, CO2 aus der Atmosphäre wieder zu entnehmen. Carbon Capture and Storage, also die Speicherung von CO2 im Untergrund oder die Wiederverwertung von CO2 im Untergrund, war und ist ein großes Thema. Ich erinnere mich, in der Forschungsförderung habe ich vor ungefähr 10 Jahren die letzten Pilotmaßnahmen für CCS beerdigt, weil es unter anderem, ich glaube auch in Ihrem Bundesland, keine Akzeptanz gab, um ein solches systemisches Kreislaufmanagement, Priorität Nummer 1, überhaupt durchzusetzen. Wie ist Ihre Erfahrung da? Lassen sich solche Technologien wiederbeleben, vielleicht mit dem Dreh von Usage, also Wiederverwertung statt Speicherung? In Deutschland ist das in der jetzigen Generation eine Illusion. Es wäre genauso, wenn wir jetzt die Diskussion führen müssten, ob jetzt neue Atomkraftwerke, also mit neuen Technologien natürlich, also mit anderen als den alten Großanlagen jetzt irgendwo hingestellt werden müssten. Genauso ist das Thema, wir haben das ja erlebt, aus dem Wendland kamen die Atomkraftgegner, die sich damals an die Schienen gekettet haben, kamen nach der Wende sozusagen rein und dann haben die oben bei mir im Landtag gesessen mit ihren langen Bärten, inzwischen sind sie alle älter geworden, aus den 70er, 80er Jahren West. Und haben dort im Prinzip die gesamte Altmark, wo wir die alten Erdgasspeicher hatten und wo man das CCS-System hätte durchaus im Zusammenhang mit Leerkraftwerken dort installieren können, hat man im Prinzip politisch unmöglich gemacht, dass selbst die eigenen Abgeordneten, die technologieoffen gewesen sind, gesagt haben, ich hier verschwinde und das Ganze sozusagen politisch verloren geht, das Areal, lassen wir das lieber. Man muss allerdings auch wissen, es sind auch beschränkte Mengen, die da auch möglich sind. Es gibt auch wenig Erfahrung aus DDR-Zeiten, wo man an allen möglichen Stellen dort Gas gefördert hat und wo man gar nicht mehr so richtig weiß, wo da die Bohrungen sind. Ist auch eine Angst da, dass das sowieso relativ schnell wieder hochkommen könnte. Kann ich schwer einschätzen, bin jetzt kein Geologe, sondern nur einfacher Physiker. Aber es ist so, dass wir an der Stelle gemerkt haben, wenn wir da nicht aufpassen, fliegt uns das um die Ohren. Und das war ja sozusagen auch nur ein Testfeld erstmal. Die Diskussion könnte man genauso bezüglich Niedersachsen und der Nordsee führen, was die Förderung von eigenem Erdgas anbelangt. Rein theoretisch könnte man noch 20 Jahre fördern, macht trotzdem keiner, lass mal lieber von Amerika holen. Hören auf mit der Beschimpfung. Früher haben wir sie beschimpft, dass sie dort sozusagen LNG erzeugen bzw. fracken, wobei es ja unterschiedliche Fracking-Technologien gibt. Das ist in Deutschland in dieser Generation nicht mehr möglich. Wir sind in einem ganz schweren Fahrwasser und alle Illusionen, die wir jetzt auch politisch verbreiten, um zu sagen, es wird schon keine Stromlücke kommen und es wird schon alles gut und die 40, 50 Erdgaskraftwerke, die wir hinstellen wollten, um die Brücke nach der Kohle sozusagen zu erzeugen, bis dann alles auf Wasserstoff umgetrimmt ist mit Riesenaufwendungen und Dingen, die wir noch gar nicht ahnen, in Teilen nur wissen, wie es so sein könnte, zumindest im Modellversuch. Das ist momentan, sind wir nicht ehrlich genug, um zu sagen, was danach kommt. Und wir denken momentan nur an das Überleben in einer Legislaturperiode, vor allem auf der Bundesebene. Und das muss ich so ehrlich sagen, das ist so. Und das lässt mich in meinem Alter, hüte dich vor alten Männern, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich sage das so, wie es ist. Das lässt mich nicht ruhen, dass wir den Weg, den wir momentan in Deutschland gehen, ohne dass ich da
depressiv bin, weil ich die Innovationskraft unserer Volkswirtschaft schon irgendwie einschätzen kann. Dafür bin ich lange genug im Geschäft, aber ich weiß eben, dass wir uns vieles vormachen. Und deswegen müssen wir wieder zu einer Ehrlichkeit zurückkommen, um auch politische Fehlentscheidungen zu vermeiden, um das Geld nicht zu verbrennen, sondern an die richtigen Stellen zu packen, so wie es Herr Schlögel ja auch gesagt hat, dass wir genau an der Stelle auch mal forschen müssten, wo wir sozusagen durchaus Ansätze haben, im Laborversuch, sage ich mal, und das Ganze hochskalieren müssen. Wir sind der Hauptproduzent von Wasserstoff in Deutschland, in Leuna, meistens grauer. Wir wissen aber, was das alles auch für einen Aufwand bedeutet. Und wenn Sie diese Volkswirtschaft auf Wasserstoff umstellen wollen, und das ist ja sozusagen das schnell zu erreichende Ziel, wenn wir jetzt alles wegkippen und kicken, dann muss das kommen, dann weiß man, von welcher Größenordnung man spricht. Und diese große Anlage, die wir da jetzt auch demnächst in Betrieb nehmen, die versorgt gerade mal 5% des Standortes Leuna in der Chemie mit Wasserstoff, geschweige denn eine Volkswirtschaft von Deutschland mit wie viel Terawatt? 500 und demnächst 1000, wenn wir Elektromobilität spielen. Und demzufolge ist das eine Sache, wo wir uns mal überlegen müssen, wo soll denn das Kapital herkommen? Versuchen Sie mal in Salzgitter wirklich mal einen Hochofen da umzustellen auf Wasserstoff. Versuchen Sie mal das Geld dort von irgendeiner Hausbank zu kriegen, ohne dass ein Staatsbürgschaft da ist und die Zuschüsse kommen. Das sind ja Riesenkapitalien, die wir bewegen in unserem deutschen Sonderweg. Ich könnte, will mich jetzt in Rage reden. Ich will uns nur mal ein bisschen erden und dass wir sagen, ja, das wird alles gut. Aber möglicherweise nicht nur durch unsere jetzigen Wege, die wir gerade marschieren. Da müssen wir wesentlich pragmatischer werden. Unbedingt. Herr Schlögel, ich gebe Ihnen einmal das Wort zu den Stoffkreisläufen, die wir systemisch schließen müssen. Das war jetzt sozusagen der O-Ton der Politik. Die alten Technologieansätze von vor 10 Jahren funktionieren nicht. Gibt es moderne Formen von CCU, CCS? Ein paar Schlagworte dazu. Ja, zuerst muss ich mal feststellen, dass CCS natürlich gar kein Kreislauf ist, denn wir nehmen das CO2 und packen es in die Erde und dann ist es weg. Das ist nur ein halber Kreislauf. Aber das ist gar nicht gemeint. Könnten es in der Zukunft unter Umständen wieder nutzen? Ja, das würden wir aber vielleicht auch gar nicht tun. Aber ich möchte dieses Thema wirklich nicht anfassen. Ich teile die Meinung des Herrn Ministerpräsidenten da völlig. Das ist verbrannt. Brauchen wir aber nicht, weil wir haben andere Optionen. Man kann das CO2 natürlich, wie wir es gemeint haben, wirklich im Kreislauf führen. Man kann also aus dem CO2 mit Hilfe von grünem Wasserstoff zum Beispiel E-Fuels machen, da entsteht wieder CO2 in der Atmosphäre, das holen wir wieder raus, dann gibt es einen Kreislauf. Der ist auch nicht klimaschädlich, aber was wir gemeint haben in diesem Dokument war vor allen Dingen das CO2 rauszuholen, es in eine unschädliche feste Form zu überführen und dann zu deponieren. Die unschädliche feste Form ist natürlich Kohlenstoff selbst. Also wir haben ja früher mal Kohle verbrannt, tun wir heute noch und man kann diesen Prozess natürlich wieder umkehren. Das ist energieintensiv, weil wir die gesamte Energie, die wir früher aus der Kohle gewonnen haben, natürlich hinterher wieder reinstecken müssen. Also unsere Vorfahren haben diese Energie von uns geliehen und wir müssen es jetzt wieder zurückzahlen. Aber das ist möglich und das wird auch funktionieren. Ich bin auch ganz sicher, dass das gemacht werden wird. Also, ich muss noch bitte zusagen, es gibt ja noch viele andere Stoffkreisläufe, nicht nur den Kohlenstoff. Sie denken bitte auch an die ganzen Mineralien. Also auf den Punkt kommen wir vielleicht auch noch zu sprechen. Das Lithium aus der Batterie und das Kobalt aus der Batterie, das Kupfer aus den Leitungen, das muss auch alles rezykliert werden. Und der Stahl, der Schrottstahl muss auch rezykliert werden. Und auch die Betontrümmer vom Abbruch müssen rezykliert werden. Alle diese Dinge muss man im Kreislauf führen. Und da haben wir schon einiges zu tun. Vielen Dank. Und damit sind wir, Frau Messari-Becker, in gewisser Weise schon bei Ihnen, weil das Stichwort, ich schaue jetzt nicht in die Kamera, was ich eigentlich tun sollte, sondern auf den Monitor, wenn Sie mich da entschuldigen. Sie sitzen so ideal in unserem Kreis, dass der Blick automatisch dorthin geht. Das Stichwort Beton und Wiederverwertung ist eines, was zum Gebäudesektor führt. Wenn wir einmal dort auf die technologische Ebene gehen, für den gesamten Bereich Wohnen, Wärme, Gebäudewärme, Gebäudekühlung und Stoffe im Gebäudesektor, wo haben wir die Blockaden dort? Einen haben wir gehört, gelingt es uns, Stoffkreisläufe zu schließen. Welche haben wir noch? Ja, vielen Dank erstmal. Ich möchte mich nochmal entschuldigen, dass ich so kurzfristig erst reinfliegen konnte. Vielleicht noch zwei, drei Worte zu den Sachen, die ich schon gehört habe.
In der Tat müssen wir an vielen Stellen korrigieren. Wir sind, das muss man sich immer wieder sagen, wir sind ein Sozialstaat und wir sind eine Industrienation, die über 2400 Terawattstunde an Energieverbrauch hat, in unterschiedlichen Formen, in Strom, in Wärme und in Treibstoffe. Und ich verstehe das nicht, wie man in so einer Nation dazu kommen kann, zu glauben, dass alle Gesellschaftsbereiche zu elektrifizieren gehen und dann auch nur aus Wind und Photovoltaik und dann noch am besten ohne Speichertechnologie und am besten aus allem aussteigen, so schnell es geht. Das funktioniert so nicht. Wie kommt jemand dazu, dass eine ganze Ingenieurnation inzwischen glaubt, dass mit 250 Terawattstunden, was ich im Moment erneuerbar erzeugen kann, da ist der Stromanteil ja bei 40%, alles andere damit schaffen kann. Das ist der erste Punkt. Wir brauchen also eine Energiewende, die tatsächlich diese Bereiche bedient, nicht nur Strom, Wind und Photovoltaik, sondern es müssen noch viel mehr dazu kommen im Bereich Ausbeute der physikalischen direkten Wärmeerzeugung, also Geothermie, Biomasse und was alles möglich ist. Und auf diesem Pfad sollten wir natürlich auch die konventionellen noch nutzen, solange wir sie brauchen. Natürlich ist das ein Parallellauf, was wir als Marathon eigentlich, was wir hinlegen müssen, alles mitnehmen und die Energiewende vor allen Dingen diversifizieren, grundlastfähig machen, speicherfähig machen. Dann diskutieren wir die Tage, da komme ich gleich jetzt auch zum Baubereich, wir diskutieren die Tage über Technologieoffenheit, Optionen etc. Ich staune nicht wenig, auch als waschechte Ausländerin, die mit 18 Jahren hierher gekommen ist und hier studiert hat, dass ein Land, was sich eigentlich durch diese Offenheit, durch Innovation, sich ausgezeichnet hat, immer Technologieoffenheit schon fast zum Schimpfwort hat werden lassen, das geht so nicht. Wir können ohne diese Offenheit, hätten wir niemals irgendeine Photovoltaikanlage entwickeln können, keine Windanlage, keine Wärmepumpe. Wir haben im Moment die besten Elektrolyseanlagen in der Welt, kommen aus Deutschland. Also wir brauchen diese Offenheit bitte jetzt und auch in der Zukunft. Offenheit ist ja jetzt kein Grund, Dinge zu blockieren, sondern wir sollten die Technologien nutzen, die wir heute haben. Und wir sollten natürlich auch weiterentwickeln und schauen, was in der Zukunft alles möglich ist. Warum ist das wichtig? Wir sind eine Nation mit 83 Millionen Menschen nur und sind trotzdem vierte, fünfte stärkste Wirtschaftsnation der Welt. Sicherlich nicht, weil viele Rohstoffe da sind, sondern weil wir Ingenieurinnen und Ingenieure haben, kluge Leute, kluge Ideen. Damit schaffen wir sogar teilweise, lange Zeit haben wir es zumindest geschafft, ein Reich wie China mit 1,3 Milliarden Menschen trotzdem die Stirn zu bieten. Die haben Rohstoffe ohne Ende, Menschen ohne Ende, sind groß und mächtig, wie Sie sich das vorstellen können. Deshalb auch bitte gerade für den Klimaschutz, gerade für den Klimaschutz brauchen wir nicht weniger Ideen, nicht weniger Wettbewerb, nicht weniger Innovation und Leistung, sondern viel, viel, viel mehr. Und jetzt komme ich zu meinem Bereich, der Bausektor. Der Bausektor steht ja eben nicht nur für ein Drittel der Emissionen, sondern auch für 40% des Energieverbrauchs und für 50% Ressourcenverbrauch. Allein diese Zahlen machen doch deutlich, dass wir endlich eine Wärmewende brauchen. Ich lasse mir nicht mehr erzählen, dass nur mit Wind und Photovoltaik alles zu lösen ist. Ich brauche im Gebäudesektor auch eine weitere Option. Stichwort jetzt auch Heizungsverbot. Da machen wir uns Gedanken und es gibt große Unsicherheiten, ob die Menschen die Optionen, die der Minister angeblich ermöglicht, auch wirklich haben, ja? Außer Wärmepumpe. Ich bin d'accord mit Wärmepumpe bei Neubau und gedämmten Altbau, aber wir müssen gucken, dass wir aus jetzt 3%, wenn wir Richtung 30% Anteil an elektrischen Wärmepumpen haben, was das für die Netze bedeutet, was bedeutet das für den Ausbau erneuerbarer Energie. Und es ist völlig richtig, wenn der Bausektor für 50% Ressourcenverbrauch steht, wenn wir pro Tag 2,1 Menschen auf diese Welt bekommen, die Gott sei Dank länger leben und gesünder bleiben, dann ist auch unsere einzige Chance, ist nicht im Verzicht und im Verbot, sondern in einer Kreislaufwirtschaft, die Materialien so effizient wie möglich einsetzt und sie immer im Kreislauf hält. Da hat Herr Schlögl schon, allein für CO2 gäbe es so eine Kreislaufwirtschaft. Für den Betonbereich, für den Baubereich, absolut, die brauchen wir dringend und da erfahre ich, erlebe ich sehr wenig, dass wir keine wirkliche Strategie
übrigens auch auf geopolitischen Gründen. Wie kriegen wir, woher kriegen wir unsere Rohstoffe der Zukunft, ob das jetzt für Batterie, für Photovoltaik oder eben auch für den Bau, für die Infrastruktur. Und die Innovationskraft der Bauwirtschaft hat in den letzten 25 Jahren massiv gelitten, weil wir ständig irgendwelche Vorgaben von oben bekamen, wir sollen immer mehr dämmen, immer mehr dies und jenes tun. Das hat natürlich auch für eine Materialschlacht gesorgt, statt damals schon die Weichen zu stellen, dass wir so bauen, dass wenig Abfall, wenig Emissionen und wenig Energieverbrauch entsteht. Und speziell im Betonbereich. Lassen Sie mich einmal da einhaken mit einer vielleicht provozierenden Stellungnahme. Der ehemalige Bau- und Umweltminister Klaus Töpfer hat mir mal gesagt, lieber Herr Schütte, immer wenn Technologieoffenheit gesagt wird, weiß man ja eigentlich nicht genau, was man tun will, aber man drückt sich vor dem Problem. Herr Schlögel schreibt mit dem Autoren- und Autorinnen-Team der Leopoldina, wir bräuchten einen Infrastrukturausbau, der, Zitat, robust gegenüber den Unsicherheiten bei der Technologieentwicklung ist. Also genau ein Plädoyer für Technologieoffenheit. Wie kriegen wir den Spagat hin zwischen den Anforderungen auch des Zieles Klimawandel eindämmen, begrenzen, bewältigen und andererseits so offen zu sein, dass wir gleichwohl nicht vom Zielpfad abweichen? Was würden Sie Herrn Töpfer antworten? Also ich würde sagen, dass Monotechnologien immer zum Scheitern verurteilt sind. Und wenn Sie alles mit Strom versorgen würden, ist das auch ein System, was sehr anfällig ist. Wir brauchen mehrere Quellen und auch mehrere Optionen, auch bei der Heizung, auch bei der Mobilität etc. Weil das ist eigentlich ein Grundsatz, das ist ein Naturgesetz. Alles, was sich auf mehreren Beinen stelle, wenn ich in diesem Bild bleibe, ein Gebäude steht nicht nur auf einer Stütze oder nur auf einer Wand. Ich brauche mehrere Dinge, damit beim Ausfall, beim Störfall ich immer noch stabil bleibe. Das gilt für Klimaschutz, das gilt für Klimaanpassung, für Energiesystem etc. Speziell beim Beton haben wir ja das Thema, dass wir sehr viele Emissionen dort produzieren. Das wäre also Stahlbeton ein Land, stünde es an dritter Stelle. Die Lösung ist aber eben nicht, und das ist mein Punkt. Die Lösung ist nicht zu sagen, wir verbieten den Beton. Also wir können auch mit Holz bauen. Das höre ich ja auch von Klimaforschern. Sage ich ja schön. Aber dann müssten Sie mir schon sagen, wie ich eine Windanlage fundamentieren kann. Da brauche ich schon meine 2000 Tonnen Stahlbeton. So, und der ist im Moment CO2. Deshalb, wir müssen also dahin kommen. Wie kriegen wir mehr Recycling in diesem Bereich? Mehr auch Zuschlag, Wiederverwendung? Und wie kriegen wir ein materialeffizientes Fundament oder eine materialeffiziente Wand, wo wir also nicht Beton in der gesamten Dichte haben, sondern wie im Knochenprinzip. Wenn Sie einmal durch Ihre Hand mal schneiden könnten, gedanklich, dann werden Sie sehen, dass auch die Knochendichte nicht überall die gleiche ist. Sie ist da schwach, wo ich sie nicht brauche, am Knotenpunkt, da wo ich also die Last übertrage, also hier an den Knoten, ist sie stärker. Das heißt, es gibt da einiges an Innovationen, was man fördern kann, was man verwenden kann. Und ich glaube auch, dass wir eins verinnerlichen müssen. Es gibt, jede Lösung hat ihre Vor- und Nachteile. Natürlich hat Holzbau jede Menge Vorteile, CO2-Bilanz, Naturbezug und so weiter. Aber ich muss vielleicht in Holzbauten beim Klimawandel, bei der Erderwärmung vielleicht kühlen. Und eine Kühlenergie, eine Einheit Kühlenergie ist vielfach so teurer und aufwendiger als ein Kelvin Wärmeenergie. Genauso hat Beton eben nicht nur seine Nachteile in der CO2-Intensität, sondern er hat auch Vorteile in der Speicherfähigkeit, in der Robustheit. Und deshalb, noch einmal, in der Vielfalt dieser Möglichkeiten, in der Vielfalt der Lösungen, liegt tatsächlich eine Stärke für die jeweilige Aufgabe, die richtige Lösung zu finden. Deshalb, ich werde auch als Ingenieurin, das habe ich natürlich in meiner DNA, es geht immer darum, für welche Lösung kann ich für ein bestimmtes Problem entwickeln? Das tun wir übrigens auf Gebäudeebene, wenn wir überlegen, wie heizen wir das Gebäude. Genauso da würde ich einmal ganz kurz einsteigen und den anderen Ingenieur in unserer Runde mit hinzunehmen, bevor wir zur Gebäudewärme kommen, nämlich Herrn Hanselka als Präsidenten des Karlsruher Instituts für Technologie, der genau das, Frau Messari-Becker, versucht am KIT ein Stück weit zu simulieren, was wir beginnen hier zu diskutieren, nämlich die Integration verschiedener Energiequellen in Systems. Bevor wir aber darüber reden, Herr Hanselka, ein Wort zur Elektrifizierung. Wir haben es gerade schon gehört. Es gelingt uns, 40% des Strombedarfs, nicht des Energiebedarfs, des Strombedarfs aus erneuerbaren Energien zu erzeugen. Ja. Wenn ich es richtig sehe, gehen die Projektionen zum Strombedarf
dahin, dass wir den aktuellen Strombedarf verdoppeln müssen, wenn wir im Gebäudesektor noch mehr? Frau Messari-Becker, sagen Sie uns den richtigen Wert. Reicht nicht. Reicht nicht, bei weitem nicht. Und es kann keiner wirklich ganz seriös vorher sagen. Ja. Also wir werden ihn vervielfachen müssen, um im Gebäudesektor Wärmebedarf zu klären, um im Verkehrssektor Mobilität zu ermöglichen, um in der Industrie moderne Verfahren anwenden zu können. Welche technologischen Optionen haben wir jenseits den begrenzten Möglichkeiten von Wind und Sonne? Herr Schütte, Sie stellen mir die Frage nach einer technologischen Option und ich muss aus der Runde einfach eine Botschaft loswerden. Ich sitze hier und höre Herrn Schlögel zu und muss sagen, alles, was Herr Schlögel sagt, ist richtig und müssen wir weiterentwickeln. Ich freue mich, einen regierenden Politiker, nicht in der Opposition sitzenden Politiker zu haben, der genau die gleichen Argumente sozusagen beschreibt und auch eine Zustandsbeschreibung macht. Und Frau Messari-Becker als Ingenieurin spricht mir aus der Seele. Das Einzige, was mich betrübt ist, eigentlich müsste die ganze erste Reihe auf der Seite voll sein mit Vertreterinnen und Vertretern des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, die für die Energiewende verantwortlich sind. Auch das Forschungsministerium, das Umweltministerium müsste hier sein. Das heißt, egal welche Botschaft ich jetzt sende, müssen wir uns Gedanken machen, wie kommt es denn dort an und was können wir tun, dass sich wirklich etwas ändert? Und das ist offensichtlich und das können wir jetzt am Beispiel des Stromes festmachen. Es ist, steht im Raume, ja, 15% unseres gesamten Energiebedarfs ist Strom und der Rest sind Stoffe. Von diesen 15% haben wir 40% erneuerbar und wir können uns anstrengen ohne Ende, dann wären es auch 80%, von mir aus auch 100%, weil mehr als 100 geht auch bei Ingenieuren nicht. Bei Prozent zumindest. So, und dann haben wir 15% unseres gesamten Bedarfs gewandelt. Also wir haben kein Stück des Problems gelöst, müssen also unbedingt in Stoffkreislaufen denken. Jetzt, Herr Hasselhoff, Sie haben das Thema des Wasserstoffs angesprochen und des hohen Aufwandes, Wasserstoff herzustellen, wird uns beschäftigen. Und da muss ich das auch mit einer Frage an Herrn Schlögel nachher zusammenbringen. Es ist offensichtlich, dass der Globus in Summe genug Sonne, genug Wind hat, in Summe, aber nur nicht da, wo die Menschen sind und da, wo die Industrie ist. Das heißt, wir müssen uns Mechanismen überlegen, wie wir es erzeugen können an Orten, wo es erzeugt werden kann. Deutschland ist für Sonne nicht so bekannt, deshalb fahren die meisten Deutschen ja auch woanders hin, wenn sie Sonnenurlaub machen wollen, aber selten zu uns. Also wir müssen uns überlegen, wie bekommen wir es hierher. Das hat dann etwas mit Importstrategien zu tun. Ich glaube, der Wasserstoffrat beschäftigt sich im Moment im Wesentlichen mit Technologien, aber weniger mit Importstrategien. Das muss irgendwie gekoppelt werden. Und dann kann man es hochrechnen und kann sagen, jawohl, wir können vielleicht 20-25% unseres Energiesystems mit Strom abbilden. Die anderen 75% müssen wir mit Stoffen abbilden. Gerne auch über Elektrolyse oder andere Verfahren erneuerbar hergestellt. Dann wären wir genau da, wo wir hin müssen, CO2-neutral. Ja, aber, und jetzt bin ich ganz frei bei Frau Messari-Becker, alles nur dann auf Strom umzustellen, mit Strom Auto fahren, mit Strom Lkw fahren, mit Strom fliegen und mit Strom heizen und dann ist irgendwo mal die Stromleitung kaputt, das würde kein Ingenieur tun, sondern wir würden immer in Redundanzen denken, das ist der Ansatz, also immer mindestens 2, lieber 3 Optionen zur Verfügung zu haben und so sind wir historisch gewachsen. Also wir haben mehrere Kreisläufe gehabt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man auch mal eine Hartheizung, auch eine Gasheizung, auch mit CO2-freiem Gas betreibt, also eine Gasheizung zu verbieten, wobei mir zu Hause vielleicht draufsteht, H2O-tauglich. Wieso sollte man sie verbieten? Also wir sehen, wir sind irgendwo in einer irren Welt. Und jetzt haben Sie mir die Frage gestellt, und was kann die Wissenschaft dazu beitragen? Letztendlich müssen wir ja in eine Debatte hineinkommen, wo wir Systeme beschreiben, in einer so einfachen Sprache beschreiben, dass wir alle sie auch verstehen können. Alle, also wie gesagt, alle politischen Gruppen. Und dann müssen wir mit diesen Simulationen spielen, müssen Sensitivitätsanalysen machen, gemeinsam mit der Politik und müssen sagen, okay, wenn ihr diesen Weg gehen wollt, dann simulieren wir mal den Weg und zeigen euch, was dann alles nicht funktioniert. Und egal, welchen Weg wir simulieren würden, bei dem jetzigen Setup würde am Ende immer rauskommen, es funktioniert nicht. Also müssen wir uns Gedanken machen, wie können wir es weiterentwickeln, wie kommen wir, ich glaube, Herr Schlögel, Sie haben das gesagt, im europäischen Konzert dahin, dass wir vielleicht den Süden von Europa mehr motivieren, solche Stoffe zu erzeugen und dann auch über Pipelines von Spanien durch Frankreich durch, da müssen die Franzosen da mitspielen, das sind ja alles dann politische Herausforderungen und zu versorgen. Diese Herausforderungen wohnt, ich würde sagen, technologisch verfügen wir über, wer hat das gesagt, über die erste Generation, die haben wir. Wir müssen es weiterentwickeln in der zweiten Generation, können wir auch, also Technologieoffenheit unbedingt, systemisch denken. Und insbesondere die Entscheidungsträger mitnehmen, für uns zukunftsorientierte Entscheidungen zu treffen.
Vielen Dank. Nehmen wir einmal dieses Stichwort Infrastrukturausbau auf. Herr Minister Heil hat uns heute Morgen gesagt, in den nächsten 7 Jahren würden ungefähr 10 Gigawatt an Wasserstoffenergieerzeugung möglich sein. Der Ausbau der Elektrolyseure liegt zurzeit bei 0,05 Gigawatt pro Jahr. Wir bräuchten ungefähr 1,2 Gigawatt Kapazität pro Jahr, um ein solches Ziel zu erreichen. Herr Münch, als jemand, der als Forschungschef bei einem großen Energieumwandler und Versorger beschäftigt ist, wie kriegen wir einen solchen Infrastrukturaus- und Umbau hin? Am Ende sind es die Industrieunternehmen und die Energieunternehmen, die mit langfristigen auch Investitionshorizonten in die Märkte reingehen. Hätten Sie den Mut, jetzt in den Markt der Elektrolyseure reinzugehen, um diese Ausbauziele hinzukriegen? Also Sie haben ein wichtiges Stichwort gesagt, und zwar in den Markt zu investieren. Was wir sehen bei Wasserstoff, vor allen Dingen bei grünem Wasserstoff, dass es genau diesen Markt derzeit nicht gibt. Und insofern ist, wenn wir frühzeitig in Wasserstoff einsteigen möchten, dann ist es eben essentiell wichtig, dass dieser Markt auch organisiert wird. Und er wird am Anfang sicherlich politisch zu organisieren sein. Und die Frage, wie schnell Wasserstoff in den Markt kommt oder nicht, ist keine Frage, wie viel Megawatt oder Gigawatt ich Elektrolyseure in Deutschland baue, sondern die Frage ist halt, wie viel Gigawattstunden, Terawattstunden ich in Wasserstoff zur Verfügung habe, um in Deutschland eben einen CO2-freien Energieträger zu haben. Und insofern ist aus meiner Sicht da der Fokus auf Einzeltechnologielösungen, die dann noch am Standort Deutschland mit zugegebenermaßen nicht optimalen Wetterbedingungen zu klären sind, das ist sicherlich eine große Herausforderung. Also es wäre aus unserer Sicht viel wichtiger, wenn man den Wasserstoffmarkt organisieren würde, und dass wir Preissignale sehen, dann wird auch investiert werden. Es hat ja schon mal funktioniert, als die Photovoltaik noch eine sehr unbedeutende Technologie war, ist auch der Markt dafür organisiert worden. Und dann sind die PV-Anlagen gebaut worden, und beim Wasserstoff wird es ganz genauso sein. Weil bei den Klimabedingungen, die wir in Deutschland haben, und unter der Maßgabe, dass wir ja eine wettbewerbsfähige Wirtschaft haben wollen, können wir, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass wir halt, dass der Großteil des Wasserstoffs, den wir brauchen, um halt vom Erdgas wegzukommen, auch tatsächlich aus Deutschland kommen wird. Wir müssen importieren, so wie es auch gesagt worden ist, wobei ich würde natürlich an der Stelle widersprechen, man braucht nicht unbedingt einen staatlichen Monopolist, um die Transportnetze zu betreiben. Das funktioniert auch so, wie es heute schon funktioniert. Also insofern ist einfach die Organisation des Markts essentiell und für uns viel prioritärer als die Frage, wie viel Megawatt Elektrolyse in Deutschland tatsächlich gebaut wird. Aber was müssen wir denn besser machen? Herr Heil hat heute Morgen gesagt, es darf uns nicht das Gleiche wie bei der Photovoltaik passieren, wo wir die Technologie entwickelt haben und auch jetzt momentan noch weiter optimieren, am Ende aber die Produktion nach China abgewandert ist und wir hier in gewisser Weise in einem übersubventionierten Markt am Ende den Innovationssprung verpasst haben. Was müssen wir bei der Wasserstoffproduktion besser machen? Wir haben heute Morgen gehört, 10% der Patente liegen auch hier in Deutschland. Wir sind also in der Forschung in einer ähnlich guten Startposition wie in der Photovoltaik. Auf was müssen wir achten jetzt in Zukunft? Also ich glaube, es ist sicherlich sehr vernünftig, wenn von Deutschland aus Technologie exportiert wird oder auch entwickelt wird, um eben aus Strom und Wasser Wasserstoff zu machen. Was wir aber auch brauchen, wenn wir um die Wasserstoffwirtschaft schauen, geht es ja nicht nur darum, wie ich Wasserstoff herstelle, sondern das ganze Konzept einer Wasserstoffwirtschaft, gibt es ja genug Anwendungstechnologien, die in Deutschland eben auch entwickelt werden müssen und eingesetzt werden können. Und insofern ist eben, wenn man nur über Elektrolyseure nachdenkt, die aus unserer Sicht heute so ungefähr nur ein Drittel einer Gesamtanlage an Kosten verursachen, ist genug Technologie vorhanden, was man da verbessern kann und optimieren kann und auf den Weltmarkt schicken kann. Und wir brauchen auch die Anwendungstechnologien für Wasserstoff. Ob das Brennstoffzellen sind, ob das andere Technologien sind, das ist, was in Deutschland entwickelt werden muss. Das ist aber auch das, was wir in Deutschland nur dann sehen werden, wenn wir endlich ein Preissignal haben, was die Produktion von Wasserstoff zumindest für die Anfänge einigermaßen sinnhaft erscheinen lässt.
Und wer gibt das Signal? Es muss politisch geregelt werden, wie alle Märkte. Die Märkte funktionieren immer dann besonders gut, wenn die Politik sie anständig organisiert. Und das sehe ich halt im Augenblick nicht. Wenn wir einen Elektrolyseur bauen, dann stehen wir im Wettbewerb mit konventionellem Wasserstoff. Und da kriegen wir kriegen viele Angebote, wer alles Wasserstoff haben will. Wenn wir sagen, ja, kostet aber ein bisschen mehr als das andere, dann heißt es, naja, wir haben ja nichts davon. Findet man niemanden, der ihn uns dann abnimmt. Nicht mal für marginale Kosten kriegen wir das in den Markt untergebracht. Und da muss man, es ist eine ähnliche Situation wie mit Photovoltaikstrom, wobei wir nicht so weit weg sind mit unserem Preissignal vom Markt wie damals in der Photovoltaik beim Strom. Okay. Ich würde jetzt Herrn Schlögel das Wort geben, nachdem Sie all dies gehört haben, um mal ein Zwischenfazit zu ziehen. Aber dann eine kurze Anmerkung. Danach würde ich gerne zwei Themen noch mal zur Debatte stellen, die in dem sehr schönen Papier des Stifterverbandes zur Beschleunigungsformel und zu den Roadmaps genannt sind. Nämlich einmal die Frage nach den Katalysatoren stellen. Was kann ein Prozess der Energiewende technologisch oder strukturell ein Stück weit nach vorne bringen und abschließend dann nochmal die Frage der Orchestrierung stellen. Wer ist wofür verantwortlich? Das machen wir gleich in zwei Runden. Aber zunächst mal, Herr Schlögel, Sie haben jetzt einiges gehört, nachdem Sie uns anfangs einen Impuls gegeben haben, der von vielen hier mitgetragen werden könnte. Wie nehmen Sie die Debatte bisher wahr? Ja, natürlich sehr positiv, weil es ist ein wichtiges Signal, dass sich wenigstens die Leute, die die Wissenschaft verantworten, einig sind. Weil was auch sehr schädlich in der Diskussion ist, ist dieses, sagen wir mal, kakophonische Konzert, dass jeder irgendeine tolle Idee hat und man das nicht zusammenführen kann. Auf diesem Podium führt sich das eigentlich ganz gut zusammen und wir streiten uns dann in Kleinigkeiten. Denen antworte ich jetzt gleich, damit ich das weg habe. Es muss von mir aus nicht der Staat sein, aber in einem vollständig regulierten Markt, der für so etwas notwendig ist, gibt es keine unternehmerische Entscheidung. Und deswegen ist die interessante Frage, warum brauche ich dann dafür ein Unternehmen? Weil der Staat ohnehin alles bestimmt. Ich habe nicht gesagt, wir sollen jetzt ein Ministerium für Infrastruktur aufmachen. Da, glaube ich, wäre ich weit weg davon. Aber gleichwohl muss einem klar sein, dass Infrastruktur grundsätzlich ein regulierter Markt ist, und zwar ein vollständig regulierter Markt, aus ganz vielerlei Gründen. Abgehakt. Also wie gesagt, ich bin kein Wirtschaftsmensch, das können Sie mit den Wirtschaftsleuten diskutieren. Mein Punkt, was ich hier wahrnehme und was wir vielleicht vorher vergessen haben, ist in der Diskussion sehr klar geworden, nämlich die Frage nach den Dimensionen. Es ist sehr vielen Menschen, die in der Energiefrage hantieren, nicht klar, wie groß das alles ist. Also es wurde mehrfach angesprochen, dass das so ist und dass die Dinge, die wir in den letzten 15 Jahren aufgestellt haben, sind schön, aber sind halt ein kleiner Teil des Problems. Und wenn wir immer hören, wir haben 50% der Energie erneuerbar gemacht, dann steht da immer in Klammern, aber nur die Stromanteils der Energie. Und Herr Hans-Holger hat da sehr wohl darauf hingewiesen. Und es ist extrem wichtig, auch diesen ingenieurwissenschaftlichen Aspekt weiterzutragen. Es braucht mehrere parallele Ansätze. Es ist vollkommen unsinnig eigentlich, eine Energiewende zu machen, die einen pluralen Ansatz, den wir heute haben, durch einen sozusagen monopolistischen oder monomeren Ansatz ersetzt. Das wird nicht funktionieren. Noch ein Punkt, den ich bringen möchte, der, glaube ich, implizit klar geworden ist. Es gibt noch einen nullten Hauptsatz der Energiewende und der heißt, dem Aussteigen muss das Einsteigen vorangehen. Also wenn man aus einer Technologie aussteigen will, muss man den Ersatz dieser Technologie vorher haben und nicht hinterher. Und wenn man das bedenken würde, dann würden auch manche Diskussionen, die wir im Augenblick führen, die würden sich einfach erledigen, weil das so nicht geht. Man muss mit dem Neuen anfangen. Der Staat muss die neuen Dinge voranbringen, muss die Impulse setzen, da stimme ich allen zu. Ja, das muss er, habe ich auch gesagt. Ob er das durch Subventionen macht oder wie unsere amerikanischen Kollegen durch die Incentivierung des Gewinns, den man aus einem neuen Markt sieht. Das ist auch eine interessante Variante, über die man nachdenken kann. Das muss man jetzt nicht hier diskutieren, das ist was für die Wirtschaftsrunde. Ich fasse zusammen, ich glaube, wir sind uns relativ stark einig, dass wir wissen, dass es so nicht geht, wie wir es jetzt machen, dass wir aber sehr wohl wissen, wie wir es machen müssten und dass die Verantwortlichkeit, dass das umgesteuert wird, leider bei der Politik liegt. Ich nehme Sie aber noch einmal beim Wort Ihres wunderbaren Papiers, in dem Sie einen Begriff geprägt haben, ich habe ihn mir aufgeschrieben, den der systemdienlichen Sektorkopplung.
Wie kann es uns denn gelingen, eine sichere, eine bezahlbare, eine nachhaltige Integration all dieser variablen erneuerbaren Energien hinzukriegen und zugleich die Gebäudewärme, den Transport, die Industrie zu dekarbonisieren? Was heißt da systemdienliche Sektorkopplung, Herr Schlögel? Also zuerst einmal muss ich Sie erlauben, mir Sie zu korrigieren. Bitte. Wir dekarbonisieren nicht, wir defossilisieren. Wir werden Kohlenstoff auch weiter im System haben, so wie Mutter Natur auch den Kohlenstoff als Energieträger benutzt. So sollten wir das vielleicht auch machen. Und damit löst sich schon ein Teil der Aufgabe, die Sie mir gestellt haben. Man braucht in der Tat die pluralen Ansätze, so wie wir sie heute auch haben. Das jetzige System aus Technologie und Wirtschaft ist ja auch ein plurales System, das verschiedene Komponenten enthält. Und niemand hat gesagt, dass das weg muss. Eigentlich ist die Energiewende ja nur die Aufgabe, den Upstream-Bereich unseres Systems von fossil auf erneuerbar umzubauen. Und dabei kann man genau dieselben Technologien verwenden, die wir jetzt auch schon kennen. Das wollen wir nur deswegen nicht tun, weil die Kosten eines Upstream-Bereichs, der nur den Teil der Energie, sagen wir mal, Wandlung umfasst, zu hoch sind, denn die fossilen Kosten sind immer billiger als die wir selber machen. Das muss natürlicherweise so sein, weil der Prozess der Energiewandlung aus Sonnenlicht zu irgendetwas, der kommt einfach hinzu. Das hat in der Historie das grüne Blatt gemacht. Das macht das umsonst. Das ist schön, dass das so ist, und das machen wir jetzt selber, und deswegen müssen wir es auch zahlen. Und damit ist die Bedingung nicht, wir werden es nie schaffen, ein erneuerbares Energiesystem machen, das dieselbe Kostenstruktur hat wie das heutige. Das wird nicht gehen. Das macht aber auch nichts, weil die Kostenstruktur ist ja nicht vom lieben Gott gesetzt. Wenn alle Beteiligten an der Wirtschaft die gleichen Kostenstrukturen haben, so wie das jetzt der Fall ist, dann ist es ja wieder gut. Die Problematik ist der Übergang. In der Übergangszeit gibt es solche, die schon weiter sind, und solche, die nicht so weit sind, gibt es ein Kostengefälle. Die schnellste Methode, das auszugleichen, da gibt es zwei Prinzipien. Erstens, bitte handelt gemeinsam, dann taucht das Problem nicht auf, und macht es so schnell wie möglich, damit diese Phase, die dann möglicherweise vom Staat mit ausgeglichen werden muss, eben kurz ist. Und schaffen Sie bitte Gesetze, die allzeit richtig wieder überprüft werden müssen. Das Schreckliche an vielen Gesetzen, die wir in unserem Land machen, ist, dass sie viel langsamer sich anpassen können, als sich die Realität verändert. Und diesen Reality-Check in der Gesetzgebung, in der Regulatorik, der fehlt ganz erheblich. Ich greife das Stichwort Beschleunigung und grünes Blatt auf. Als Sie das Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversion vor mehreren Jahren gegründet haben, habe ich Sie gefragt, wann wir denn mit den ersten Ergebnissen rechnen könnten, nämlich der Nachbildung der Photosynthese im Labor, und Sie haben mir gesagt, in 50 Jahren. Wenn dem so ist, da müssen Sie jetzt sofort noch einmal darauf reagieren, aber danach würde ich gerne die Runde eröffnen und einmal fragen, wo haben wir technologische Treiber, Katalysatoren, wenn wir priorisieren müssen, um diese Mammutaufgabe der Transformation des Energiesystems technologisch auf den Weg zu bringen? Dazu gleich eine Runde, aber einmal Ihre Antwort dazu, Herr Schlügel. Ich muss mich verteidigen. Ich habe nicht vor zu sagen, ich kopiere das grüne Blatt, das hat die Natur in 4 Milliarden Jahren entwickelt, und das machen wir nicht. Ich kopiere die Funktion des grünen Blattes, und das schaffen wir in viel schnellerer Zeit als in 50 Jahren. Wir sind eigentlich schon fast da. Das ist ein Wort. Fragen wir nach den technologischen Treibern, die uns jetzt zur Verfügung stehen, die wir auch priorisieren können, Frau Messari-Becker, vielleicht in Ihrem Bereich. Welche sehen Sie? Wo sind die niedrig hängenden Früchte im metaphorischen Sinne, die wir nutzen können, um diesen Neueinstieg in eine Energiewende 2.0, wie Herr Schlügel es vor einigen Tagen genannt hat, um den hinzukriegen? Ja, da gibt es sicherlich mehrere Ebenen. Wenn ich die Bürokratie anschaue, also die Gesetzgebung. Die Strukturen nehmen wir gleich. Nehmen wir mal einmal erst die Technologien. Was die Technologie angeht, gibt es für mich zwei schlafende Riesen. Das ist einmal die Digitalisierung. Wir könnten heute schon im Gebäudebetrieb durch einfache Methoden, einfache Tools, Heizungsoptimierung betreiben, auch nutzerorientiert. Das wird kaum genutzt, leider, weil wir in der Digitalisierung auch eben nicht so weit sind. Das ist ein Bereich, und natürlich hilft uns die Digitalisierung auch später beim Abbruch, oder am besten will ich eigentlich gar nicht abbrechen. Ich will im Vorfeld so planen, dass ich seriell Dinge vorproduziere, mit
Fertigung, mit Robotik etc. Also das ist sicherlich ein Bereich, der uns helfen wird, die Kreislaufwirtschaft zu etablieren, Digitalisierung. Und damit bin ich beim zweiten Schlafriesen, nämlich die Kreislaufwirtschaft. Wie kann ich nicht nur im Neubau, ein Neubau ist nicht jetzt das, wo wir jetzt irgendwie Klimaschutz noch verstärken könnten. Da können wir jede Menge schon erreichen. Wie kann ich aber durch Kreislaufwirtschaft seriell sanieren? Wie kann ich, wenn ich was abbrechen muss oder modernisieren muss, wie kann ich möglichst wenig Abfall produzieren? Das sind zwei Bereiche, die würde ich gerne noch tief vertiefen, Digitalisierung und Kreislaufwirtschaft. Ich würde es gerne an der Oberfläche stehen lassen, wenn Sie mir das gestehen. Okay. Ich schaue ein wenig auf die Uhr. Seien Sie mir bitte nicht böse, Frau Metzari-Becker, auch auf die Distanz, wenn ich Sie da jetzt ein wenig unterbreche. Herr Hanselke als Ingenieur, sehen Sie noch ergänzend weiteres oder vertiefend weiteres? Ich würde gerne ergänzen. Das eine, was ein Thema ist, welches wir viel stärker debattieren müssen, weil es liegt auf dem Tisch, ist alle Formen von Effizienz zu nutzen in allen Dimensionen. Da können wir sozusagen einfach nur besser werden. Und den zweiten technologischen Treiber ist auf das einzahlen, was Herr Schlögel gesagt hat, die synthetischen Fuels als den zweiten Kanal neben dem Elektron, mit dem wir sozusagen viel Energie transportieren können, die synthetischen Fuels wirklich mit Energie weiterzutreiben. Und ich sage das nicht aus Sicht der Verbrennerdebatte, weil das, dann sind wir sofort wieder in dieser Symbolpolitik, sondern wir brauchen sie für chemische Prozesse, wir brauchen sie zum Fliegen, wir brauchen sie zum Heizen, wir brauchen sie so ziemlich zum Allen. Und natürlich kann man damit auch Auto fahren. Frau Messari-Becker war ja in der Porsche-Debatte letzten Sonntagabend, aber das löst das doch nicht. Das ist doch die völlig falsche Debatte. Herr Münch, aus Sicht der Industrie, technologische Wege, die uns jetzt den Einstieg in die Wende 2.0 ebnen. Also was gut ist, da möchte ich mir gar nicht anmaßen, als nicht entwickelnd, als nicht technologieentwickelndes Unternehmen da große Forderungen zu stellen. Aber ein Thema ist ja schon genannt worden, es ist sicherlich die Digitalisierung. Wenn ich sehe, welcher Aufwand betrieben wird, um Anträge zu stellen und wie viel Papier da zusammenkommen muss und in wie viele Ausführungen das dann schriftlich vorlegen muss, das ist sicherlich ein sehr hoher Aufwand. Und ich glaube, an der Stelle könnte eine durchgängige Digitalisierung das Verfahren vereinfachen und vielleicht sogar den Prozess beschleunigen. Die große Hürde im Augenblick ist in der Tat die Verfahrenslängen. Wenn Sie heute eine Windmühle onshore beantragen wollen, dann dauert es 7 Jahre, bis Sie die Genehmigung haben oder errichtet ist es in wenigen Wochen. Und das heißt, was wir in 2030 sehen, das wird in den nächsten 12 Monaten beantragt. Da nützt es nichts, wenn man dann die Ziele verdreifacht oder vervierfacht, weil es ist einfach in dem Modus nicht zu erreichen. Und ich denke, da könnte Digitalisierung, könnte da eine gewisse Beschleunigungshilfe sein und natürlich die Suche nach einfacheren Genehmigungsverfahren, die eben leichtere Feedback-Loops ermöglichen, dass eben auch die Dinge so gebaut werden, wie es politisch tragbar ist. Weil es nützt ja nichts, Genehmigungen zu haben, die dann hinterher auf der Straße bekämpft werden. Herr Schlögel, sehen Sie noch technologische Treiber? Natürlich, es wurde genannt, wir brauchen die Stoffumwandlungen für die grünen Fuels, wie man sie so schön nennt. Die Fuels sind eben nicht nur die zum Autofahren, da stimme ich Herrn Hanselke völlig zu, sondern es sind eigentlich die jetzigen Energieträger, die wir auch benutzen. Und da gibt es viele technologische Verbesserungen. Es wurde gesagt, die Generation 1.0 haben wir, ja, aber die physikalisch-chemische Katalyse, nicht die Sie jetzt meinen, die ist erheblich verbesserungsfähig und auch die dazugehörigen Technologien. Man kann schätzen, dass etwa 30% Effizienzsteigerung über die gesamte Wertschöpfungskette durch bessere Technologie möglich ist. Und das ist bei den Dimensionen, von denen wir reden, erheblich. Und hier fehlt wirklich ein konzertierter Forschungsansatz. Ich sind's mir nicht böse, dass ich das sage, aber das ist das Haus BMBF, das hier noch Erhebliches tun kann. Dankeschön. Herr Ministerpräsident, und ich würde Ihnen dann gleich auch den Übergang zu strukturellen Treibern geben. Aber Sie sagten gerade auch technologisch, gäbe es noch etwas. Jetzt keine neue Technologie, die hier ja schon sozusagen angetippt wurde in verschiedensten Bereichen, sondern aber mit der Nutzung der existenten Technologien, die im Netz sind, in Anführungsstrichen, auch zusammenhängen. Erstens mal, wir vernichten unwahrscheinlich viel Geld. Das fängt dabei an, dass EnBW Milliarden kassiert, um aus der Kohle früher rauszugehen. Und jetzt nochmal, wenn es noch verkürzt,
nochmal aussteigt, nochmal durch die Gasproblematik nochmal zusätzlich Geld kassieren kann, was man an anderer Stelle, wenn man sich auf den 38er Gesetzespfad weiter bewegt, einsetzen könnte und trotzdem die Klimaziele sehr gut erreichen könnte. Also ist die Frage, was man ideologisch gesetzt in irgendeiner Weise symbolisch vorzieht, aber damit Ineffizienzen im Sinne von Ressourcenvernichtung oder eben auch von anderen Sachen erlebt. Und dann muss ich auch als betroffenes Bundesland auch sagen, unphysikalisch gesprochen, Herr Schlügel, verzeiht mir das, die tägliche Energievernichtung, damit meine ich nicht Ineffizienzen und was weiß ich, Wärmedämmfaktoren und was weiß ich, sondern damit meine ich das Runterregeln von riesigen Anlagen und Anlagenvolumina im Bereich der Erneuerbaren, weil wir sie nicht transportiert bekommen. Das heißt, wir haben jetzt da sozusagen gerade eine Investition in Gang gesetzt, die eigentlich 10 Jahre zu spät kommt, aber im Rahmen der bundesrechtlichen Möglichkeiten, es geht um den Südlink bis nach Bayern rein, ja, vor 21 Jahren haben wir damals schon für die 380 kV-Ebene den überzähligen Windstrom aus der Altmark versucht, wenigstens irgendwo zu verteilen regional. Inzwischen ist so viel da, dass wir jeden Tag runterregeln müssen, dass wir Redispatch-Kosten haben, also Geld, was wir vernichten. Das heißt, wir haben so viel Energie, was nicht ankommt. Und da, wo sozusagen die Stromsenken sind, weil da die Atomkraftwerke vom Netz gehen oder auch die Industrie bisher war, die wird wahrscheinlich in Teilen da auch verschwinden und wird Gott sei Dank nach Norden gehen. Da gibt es dann wieder mal eine in diesem Jahrhundert stattfindende Umverteilung. Das ist, finde ich mal, schon ganz gut, weil wir viel zu lange für den Leitungsbau brauchen. Also ich überzeichne jetzt ein bisschen, aber es ist so, dass wir schlicht und einfach in dem jetzigen Bundesrahmen, selbst wenn wir jetzt ein paar Beschleunigungskomponenten in irgendwelchen Gesetzen jetzt noch verändern, diese Geschwindigkeit nicht mehr erzeugen können, die notwendig ist, um das, was schon verpennt wurde, auf Deutsch gesagt, schlicht und einfach reinzuholen. Lass mich einmal einhaken. In dem klugen Papier des Stifterverbandes zu den Roadmaps und zur Beschleunigung sind 3 internationale Fallbeispiele genannt, aus den USA, aus China und aus Japan, zu ganz unterschiedlichen Feldern. Und dann gibt es einen kleinen Absatz und der lautet sinngemäß, und wir sehen, dass das in all diesen Ländern ein bisschen einfacher ist, weil die andere politische Strukturen haben, auch in demokratischen Systemen vielleicht etwas anders arbeiten. Und in Deutschland mag das alles ein bisschen komplizierter sein, weil wir so eine komplizierte föderale Struktur haben. Wie kriegen wir das? Also wenn wir über strukturelle Treiber reden, und jetzt nicht sagen, im föderalen System ist alles komplizierter, sondern die Frage stellen, wie kriegen wir es im föderalen System hin? Das föderale System, wie schaffen wir das? Das föderale System ist nicht das Problem, weil wir die kriegen im Eilverfahren alle Gesetze durchgewunken momentan. Wir sind nicht diejenigen, die die Zeitenwende nicht begriffen haben und nicht machen, sondern es muss der Input erstmal aus dem Kabinett und aus dem Bundestag kommen, damit wir ein Gesetz auch verabschieden können. Und da sind wir nicht diejenigen, die da höchstens bei CCS war es ein Problem, weil jeder das nicht bei sich haben will. Genauso Verbringung von Atommüll geht es ja genauso. Alle haben natürlich die Energie verbraucht, aber jetzt suchen sie irgendwo eine Stelle, wo jemand am wenigsten zuckt, damit man das irgendwo verbuddeln kann, aber möglichst nicht in seinem Bundesland. Das ist sicherlich eine Geschichte, die menschlich ist, die hat nichts mit Föderalismus oder nichts zu tun. Nee, es gibt Staaten, die wissen einfach, dass die innere und äußere Sicherheit und die Zukunftsfähigkeit einer Nation davon abhängt, dass man die Prioritäten setzt. Und das heißt, die autarke Stromversorgung ist erstmal auch strategisch notwendig. Und wenn wir jetzt in die Stromlücke gehen in den nächsten Jahren, wenn wir sozusagen wettbewerbsfähigen Industriestrom zum Beispiel erzeugen wollen, dann heißt das, dass wir zusätzlich Steinkohlenstrom mit schlechterem Wirkungsgrad aus Polen, Atomstrom aus Tschechien und aus Frankreich importieren. Kann man machen. Wir sind eine große europäische Gemeinschaft, das ist in Ordnung, würde in Japan keiner machen. Unabhängig davon, dass dort keine EU da ist, dass man da ziemlich als Demokratie, sagen wir, weiter Flur mit Taiwan vielleicht noch alleine ist. Aber es sind einfach, wir waren über Jahrzehnte hinweg unter dem Schutzschild der NATO, der Amerikaner und in Teilen eben auch von Freunden umgeben, bis zumindest
Also jetzt auf jeden Fall, wenn auch der eiserne Vorhang weg ist. Wir haben die Zeitenwende noch nicht begriffen. Dann würde nämlich die Hierarchie dessen, was notwendig ist, ja, Naturschutz über sozusagen Netzausbau oder Ähnliches, würde ganz anders auch diskutiert werden, einschließlich der Grundsatzurteile, die man schon hat, mit allem drum und dran. Ich, wie gesagt, ich spreche wirklich, bin jetzt der längst gedienteste MP in Deutschland. Mir braucht keiner was zu erzählen. Ich habe das alles durch. Ich habe Solar Valley bei mir in Sachsen-Anhalt gehabt, in Thalheim. Das war der größte Solarcluster der Welt und später dann Europas. Und wir haben die Technologie komplett an die Chinesen verloren. Gott sei Dank ist Hanwha Qcells aus Südkorea eingestiegen nach der Großinsolvenz und so weiter und so fort. Wir haben nach wie vor noch 600 Forschungsarbeitsplätze, da alles okay. Wir sprechen, wenn wir auch von Systemfragen sprechen und von Wettbewerb, immer davon, dass wir überall sozusagen ordoliberale, wettbewerblich saubere Verhältnisse haben. Der überwiegende Teil dieser Welt wird aber politisch oktroyiert, der wird politisch getriggert. Da geht es um Systemauseinandersetzung, da geht es um einen Wirtschaftskrieg. Da können wir mit unseren ganzen Dingen, einschließlich Beihilferecht der Europäischen Union und so weiter und so fort, auf Dauer nicht standhalten, wenn wir nicht begreifen, dass es wirklich eine Zeitenwende gibt und dass die Prioritäten so gesetzt werden müssen, dass man eine eigene Autarkie im energetischen Bereich so sichert, dass man nicht komplett abhängig ist. 85% sind wir schon sowieso durch die Importe abhängig. Ja, Gott sei Dank nicht nur aus schwierigen Regionen der Welt, sondern auch von befreundeten Staaten, was Erdgas und Ähnliches anbelangt. Aber wenn wir bei den 15% Strom ebenfalls noch uns abhängig machen, ja, und nicht mehr selber in der Lage sind, das bei uns zu erzeugen. Zumindest in der Brückenzeit, wo eigentlich 40 bis 50 Gaskraftwerke das machen sollten, als wir noch das Russen-Pipeline-Gas hatten. Ja, dann muss ich schon sagen, ist bei vielen noch nicht klar geworden, was 21. Jahrhundert für Deutschland heißt. Ja. Heute Morgen in der Runde zur Gesundheitswirtschaft gab es einen leicht defätistischen Ansatzpunkt, der lautete sinngemäß: Wir fangen erst dann an, uns zu bewegen, wenn die große Katastrophe da ist. Für den Energiesektor mit den Ansprüchen sicher, bezahlbar, nachhaltig ist Energiesicherheit und die Lücke in der Energie- oder Stromversorgung wahrscheinlich das Katastrophenszenario. Wenn wir es noch mal versuchen, positiv zu wenden, und Frau Messari-Becker, Sie wollten eben schon anheben, ein wenig noch mal auf strukturelle Veränderungen zu schauen. Ein paar Schlagworte dazu. Was können wir strukturell ändern, um hier weiterzukommen? Und dann machen wir das letzte Schlagrecht auf das Thema Orchestrierung. Aber schauen wir noch einmal auf strukturelle Rahmenbedingungen. Frau Messari-Becker. Ja, die strukturellen Rahmenbedingungen, die fangen natürlich ganz oben erstmal bei den Gesetzen. Und da meine ich, mit Blick auf die Herausforderungen, brauchen wir in jedem Gesetz, bitteschön, der das veranlasst wird oder verabschiedet wird, eine sogenannte Innovationsklausel. Innovationsklausel, die uns ermöglicht, auf den Wandel zu reagieren und neue Ideen und so weiter, die das Ziel erfüllen, die aber nicht so reglementiert wurden bzw. nicht vorgesehen waren, anzuwenden. Eine Innovationsklausel. Die erste, die haben wir jetzt 2019, 2020 im Gebäudebereich in das sogenannte Gebäudeenergiegesetz reingebracht, wo wir gesagt haben, mehrere Gebäude können auch gemeinsam das Ziel erreichen. Was macht jetzt im Moment das Bundeswirtschaftsministerium daraus? Leider nichts. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt, den wir brauchen, sind die sogenannten Experimentierprojekte. Also alle Förderprogramme, die aufgelegt werden, müssen eins mitdenken. Wir sind auf einem Pfad, wo wir Dinge auch ausprobieren und vielleicht auch die Prioritäten tatsächlich neu setzen. Das ist auch wichtig. Dafür brauchen wir eben auch Programme, die sozusagen Reallabore und Experimentierräume anbieten. Der dritte Punkt, den ich mir wünsche, das ist natürlich auch eine Frage von Ressourcen, dass auch die Länder, die Kommunen in gewisser Weise nach Nachhaltigkeitskriterien vergeben und nicht nach dem billigsten Angebot. Ich weiß, dass es da auch schon unterschiedliche Modelle gibt und auch einiges an Bewegung ist. Aber das bräuchten wir, glaube ich, in der Zukunft ganz, ganz stark. Und noch ein Punkt zu der, wir hatten vorhin über die Innovationen und technologischen Treiber, jetzt sprechen wir über die strukturellen Veränderungen. All das wird uns nicht gelingen, wenn wir nach wie vor eine vergiftete Klimadebatte haben. Die Klimadebatte in Deutschland verläuft entlang gut und böse, rechts und links, alt und jung, Stadt und Land. Das muss wirklich dringend aufhören, weil wir laufen
in die Situation, dass vermeintlich einfache Lösungen moralisch wirken und dann kannst du nichts mehr was gegen sagen. Und das führt dazu, dass wir auf die falschen Lösungen setzen, dann merken wir am anderen Ende, oh, das reicht aber nicht. Also dann müssen auf einmal Leute verzichten oder wir müssen verbieten oder wir müssen am besten gar nicht mehr wachsen. Also wir produzieren Fehler automatisch, weil wir in einem Panikmodus eine moralisierte Debatte auch noch führen. Vielen Dank. Herr Münch, schlaglichtartig, strukturelle Katalysatoren, die den Prozess voranbringen. Gibt es in Ergänzung noch etwas aus Ihrer Sicht? Ja, ich würde gerade noch sagen, mit den Milliarden, die die NBW kassiert, wir gehören nicht dazu, das müssen Wettbewerber von uns sein, weil wir mit unserem Kraftwerkspark in Süddeutschland von den meisten Auktionen dieser Art ausgeschlossen sind. Also insofern ist das nicht ganz richtig, aber... Sie stehen für die Branche. Ja. Gut, jetzt was kann man noch machen, um die Energiewende voranzuorchestrieren? Also wir sehen, zum einen haben wir ja schon thematisiert, dass die Genehmigungsverfahren zu lange und vielleicht zu aufwendig sind. Was wir auch gesehen haben, ist, dass die Produktionskapazitäten für die Technologien, die wir da brauchen, überhaupt nicht vorhanden sind. Also um die Energie, die Ziele der Energiewende zu erreichen, müssen wir eine Verdoppelung der Kapazitäten bei der Windmühlenproduktion haben und eine Vervierfachung bei der Herstellung, was Fundamente angeht. Und gerade wenn Sie im Offshore-Bereich tätig werden wollen, und es sind ja viele interessante Projekte dort, brauchen Sie eine Verzehnfachung der Produktionskapazitäten, um Schwimmfundamente herzustellen. Wenn es natürlich die Firmen mit ähnlichen Herausforderungen im Genehmigungsbereich zu kämpfen haben, wie wir bei der Errichtung von erneuerbaren Energienanlagen, da muss man einfach sagen, wir müssen an der Stelle schneller werden. Es geht nicht nur darum, halt in kürzester Zeit einzelne Themen zur Genehmigung und zur Umsetzung zu bringen, sondern es muss in allen Bereichen müssen diese Zeiten halt deutlich kürzer werden. Vielen Dank. Und jetzt nehme ich die letzten 5 Minuten, um Sie einmal zum Träumen einzuladen. Herr Hanselke hat gesagt, eigentlich müssten hier alle Bundesressorts sitzen, die betroffen seien. Keine Frage. Und das ressortübergreifend zu handeln ist, das haben wir heute mehrfach gehört, auch das keine Frage. Aber einmal die Einladung zum Träumen. Wie orchestrieren, wie gestalten wir diese Energiewende jetzt weiter, um tatsächlich in dieses beschleunigte Handeln zu kommen? Jenseits der Rollen, die Sie selber in diesem System mit übernehmen. Herr Ministerpräsident, wollen Sie einmal anfangen zu träumen? Wie orchestrieren wir auch politisch, auch im demokratischen System diesen diesen Wandlungsprozess, Energiewende 2.0. Also technologisch ist unwahrscheinlich viel möglich. Wir haben aber schon über die Dimension gesprochen. Eine Volkswirtschaft wie die von Deutschland bei ungefähr gleichbleibenden oder ähnlichem Wohlstandsniveau auch zur Demokratiestärkung und Stabilisierung braucht für diesen Prozess Jahrzehnte und wird trotzdem isoliert für sich betrachtet in der Gesamtweltbilanz keine Rolle spielen, wenn wir nicht zu internationalen wirksamen Vereinbarungen kommen. Und dazu zählt, dass wir möglichst wenig Alleingänge machen, sodass auch von den technologischen Pfaden, angefangen bei Atom, bis hin auch zu anderen Dingen, die auch ihre Zeit und ihre Möglichkeiten sozusagen haben, schlicht und einfach weitestgehend im Tross bleiben, beziehungsweise noch Schnittmengen aufweisen, damit wir in einem Weltmarkt unterwegs sind, in dem wir wettbewerbsfähige Energieträger erzeugen können beziehungsweise auch nutzen können, damit wir als Industriestaat auch mit Industriestrom, den wir brauchen, für all diese Prozesse entsprechend auch weiterhin als Exportland unseren Wohlstand halten, der zu großen Teilen ja eben durch Export kommt und wir nichts mehr exportieren können und dann auf 50-30% des jetzigen Wohlstands runterrutschen würden. So, und deswegen was Positives, Demut. Mindestens 2-3 Physiker oder Naturwissenschaftler im Bundeskabinett mit Sperrminorität beziehungsweise eben auch mit Einschaltmöglichkeit, also dass die Mitzeichnung immer an diesen 3 Kollegen hängt, denn einer weiß auch nicht immer alles, aber 3, das ist schon im Mittelwert bildbar nach der einfachen Mathematik.
So, und dann gucken, was Europa und weltweit macht, und wir haben so eine hervorragende Wissenschaftslandschaft, ja, dass sozusagen ich eigentlich nur sage, da muss weiter voll investiert werden und nicht woanders das Geld sozusagen leider unnötig auch ausgegeben wird. Ich ermuntere aber auch letztes die Wissenschaft und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr deutlich Klartext zu sprechen, so wie ich das heute in der Runde erlebt habe. Hören Sie bitte auf, wegen irgendwelcher Fördermittel und Drittmittel und Zuschlägen von irgendwelchen Ministerien und so weiter und so fort, politisch Korrektnis zu üben, die schlicht und einfach an der Grenzwertigkeit von wissenschaftlicher Lauterkeit zu liegen kommt. Ja, das sage ich mal als Physiker, weil es nichts bringt, an den Realitäten dieser Schöpfung nach dem Urknall schlicht und einfach vorbei Politik machen zu sollen. Vielen herzlichen Dank. Herr Hanselka, träumen zur Orchestrierung des Wandels. Also mein Traum ist ganz einfach, aber vielleicht können wir ihn realisieren. Viele Entscheidungen, insbesondere auch politische Entscheidungen, beruhen auf Szenarien. Und diese Szenarien, die rechnen dann voraus, in 20 Jahren, in 50 Jahren, wie viel Energie brauchen wir und wie viele Mobilität haben wir und wie viele Menschen haben wir. Und ich bin im Moment selber dabei zu verstehen, welches Szenario übernimmt eigentlich welche Annahmen und was hinterliegt diesen Szenarien. Ich habe dabei gelernt, einige der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen einen Großrechner anschmeißen, weil sie sehr, sehr komplexe Modelle haben. Andere schaffen es mit einer Excel-Liste. Ich würde mir einen Kongress wünschen, wo diese Szenarien sich gegenseitig mal offenlegen, auch ihre Randbedingungen offenlegen und dann sicherstellen, dass keine politischen Entscheidungen auf Basis von Excel-Listen getroffen werden. Dabei wäre mir wohl und aus dem Traum würde ich gerne aufwachen. Vielen Dank. Frau Messari Becker, ein Vorschlag zur Orchestrierung. Ja, Sie würden sich wundern. Jetzt auch als Wissenschaftlerin würde ich genau diese zwei Träume auch gerne haben. Ich beobachte diese Situation, dass angeblich Studien, wir haben so eine Kultur in der Wissenschaft inzwischen, ich nenne das so Just-in-Time-Science. Also morgen will irgendjemand was durchboxen und schon ist eine Studie auf einmal wunderbar, die genau das belegt. Das finde ich ganz, ganz, ganz schrecklich. Das erlebe ich gerade auch bei der Debatte um Wärmepumpe. Die einen sagen, die geht überall, die nächsten sagen, die geht nirgendwo. Also ich würde mir einfach wünschen, dass die Wissenschaft nicht eine bestimmte Politik ermöglicht, sondern sie begleitet, kritisch begleitet, Handlungsoptionen aufzeigt. Ich würde mir wünschen, dass die Wissenschaft Distanz hat zu Aktivismus. Aktivismus ist wunderbar in einer Demokratie, das ist ganz wichtig. Ich weiß, wovon ich spreche, ich komme aus einem anderen Kontinent, wo Demokratie gar nicht so selbstverständlich ist. Deshalb ist es wichtig, diese Gesellschaftsgruppen zu haben, aber ich wünsche mir eine gewisse Distanz bitte zwischen Wissenschaft und Aktivismus. Und das wäre vielleicht auch viel gewonnen, wenn wir dann diese Studien, die dann so schnell erscheinen, in den Annahmen, in den Parametern, wenn wir sie mal analysieren könnten. Mir fehlt meistens auch die Zeit, weil da kommt man gar nicht mehr hinterher. Aber ich gebe beiden meinen Vorrednern recht, dass wir da dringend Verbesserungsbedarf haben. Würde gerne auch aus diesem Traum aufhören. Vielen Dank. Herr Münch? Gut, dem kann ich ja fast gar nichts hinzufügen. Also die Orchestrierung muss wirklich sein, dass es gelingt, gemeinsam die Voraussetzungen zu schaffen und sich dann daran messen zu lassen, welche Ziele denn auch konkret erreicht werden in einzelnen Jahren. Und dann halt versucht, tatsächlich nachzusteuern mit messbaren Veränderungen und nicht nur durch das Formulieren von ambitionierteren Zielen das Ziel immer unerreichbarer werden zu lassen. Vielen Dank. Und Herr Schlögel, Sie hatten das erste und haben jetzt das letzte Wort. Dem kann ich nur zwei Punkte hinzufügen. In der Orchestrierung habe ich darauf hingewiesen, dass eine Projektsteuerung der Energiewende ressortübergreifend erfolgen muss und endlich mit der Ressortaufteilung aufgehört werden muss. Und es braucht einen Letztverantwortlichen für die Energiepolitik, und zwar genau einen, damit das richtig funktioniert. Jetzt kann man dann überlegen, wo der sitzt. Für die Wissenschaft gelten zwei Sätze. Das erste ist, Wissenschaft muss immer qualitativ hochwertig sein. Wäre sie qualitativ hochwertig, würden erstens die Szenarien die Bedingungen nennen und zweitens würden keine PowerPoint-Studien mehr entstehen, sondern man müsste dann ja feststellen, dass man auch doch ein bisschen nachdenken muss. Also Wissenschaft muss unbedingt weiter
in der hohen Qualität arbeiten, die wir zum Teil haben. Und ich wünsche mir von der Wissenschaftspolitik endlich ein bisschen mehr Unterstützung, ungefähr wie sie zu Ihren Amtszeiten geherrscht hat. Wir leben im Augenblick wirklich in einer schrecklichen Zeit der Wissenschaftspolitik, die ist nämlich sprachlos. Vielen Dank. Dann sage ich von diesem Stuhl ein herzliches Dankeschön, Frau Messari-Becker, dass Sie sich haben zuschalten lassen. Meine Herren hier, Herr Ministerpräsident, danke, dass Sie nach Berlin gekommen sind. Und ich gebe das Wort an Andrea Frank. Andrea, du machst weiter. Genau, vielen Dank in die Runde. Die letzte Frage hier, der Traum der Orchestrierung war in der Frage aus dem Publikum untermalen mit, was würden Sie tun, wenn Sie 100 Milliarden Euro hätten mit diesem Traum. Aber ich glaube, auch so waren Ihre Träume, ehrlich gesagt, zur Orchestrierung ganz gut. Vielen Dank an das Podium, Herr Münch, Herr Schlögel, Herr Hasselhoff und Herrn Selker. Die darf ich jetzt schon mal runterbitten. Wir machen eine kurze erstmal vielleicht noch einen kleinen Applaus für die Diskutanten. Wir haben jetzt noch ein kurzes Wrap-up und das ist nicht alle nach Hause gehen, weil das ist ja immer das Spannendste, was nehmen wir eigentlich mit. Georg, vielleicht kannst du schon mal zu mir kommen, weil wir machen das jetzt ein bisschen dynamischer, wir machen das im Stehen, genau. Gerald Haug kommt auch schon mal zu mir, Uwe Kantner und stellvertretend für Herrn Kaschke, Volker Mayer-Guckel. Und solange wir uns hier noch sammeln, ich gehe vielleicht mal ein bisschen in die Mitte, möchte ich noch mal darauf aufmerksam machen, dass wir heute ja noch lange nicht zu Ende sind mit der Diskussion, ehrlicherweise. Wir haben, glaube ich, die Frage der Katalysatoren, der Orchestrierung, was sind Stellschrauben, andiskutiert. Wir wollen die beiden Runden jetzt noch mal vertiefen, am Donnerstag und am Freitag in sogenannten Deep Dives, wie wir sie genannt haben. Die Einladungen sind eigentlich schon rausgegangen, die sind offen, digitale, kurze Formate, wo wir die Ergebnisse der Diskussion noch mal mit allen Interessierten weiter vertiefen. Wer Lust hat, daran noch teilzunehmen, forschungsgipfel@stifterrand.de kann dort eine Mail hinschreiben, aber man kann sich, soweit ich weiß, auch über die Internetseite anmelden. Und das ist dann etwas sozusagen in der Diskussion noch etwas demokratischer, weil wir sich viel mehr beteiligen können, als das in so einem Format wie heute überhaupt möglich ist. Also Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag jeweils eine anderthalbstündige Session zu den Themen der beiden Roundtables, um hier auch nochmal zu versuchen, in der Nachbetrachtung vielleicht auch nochmal mit einer größeren Gruppe an Teilnehmenden darüber zu diskutieren. Und jetzt haben die Partner so ein bisschen das letzte Wort und wir schauen nochmal, das war schon auch ein bisschen überwältigend, finde ich, die Komplexität dieser beiden Themenfelder und auch die Frage, was nehmen wir denn mit an diesen Beispielen auch für übergreifende Learnings. Ich fange mit Ihnen, lieber Herr Kantner, nochmal an. Wir hatten schon ein kleines Mittagsgespräch dazu. Also die Frage so ein bisschen, vielleicht auch gerade erstmal in dem Thema Gesundheit, weil Sie damit ja auch aus der EFI-Kommission besonders befasst waren in der Vorbereitung. Was nehmen Sie so für sich mit? Was wurde schon zufriedenstellend diskutiert? Was fehlt Ihnen noch? Ja, sagen wir mal, die Diskussion, ich glaube in beiden Panels, ich würde es für beide Panels beantworten, ja, weil es letztendlich zusammenhängt. Er hat das eigentlich gebracht, was ich erwartet habe. Man diskutiert, warum die Digitalisierung bei der Gesundheitswirtschaft, warum die Energiewende nicht so gut funktioniert, wie man sich das letztendlich erwünscht. Man hinterfragt die Sinnhaftigkeit, den Nutzen, der entsteht, wenn man diese Strukturveränderungen hat. Man fragt nach Hemmnissen an verschiedenen Stellen. Man hinterfragt die verschiedenen Akteure, die beteiligt sein sollen und dann eben doch nicht beteiligt sind. Das ist, glaube ich, alles in Ordnung soweit. Aber das Grundproblem, warum wir eigentlich hier sind, diese Roadmap, warum ich die genau brauche und wo da eigentlich der Hebel ist, das ist im zweiten Panel besser rausgekommen als im ersten Panel, denke ich mal. Und zwar liegt es, lassen Sie mich das ganz einfach ausdrücken, sowohl die Digitalisierung der überhaupt die Digitalisierung, egal ob der Gesundheitswirtschaft oder von wem auch immer, wie auch die Energiewende, sind systemische Innovationen. Sie brauchen eine Mehrheit der Akteure, die bei diesem Wandel mitmachen, so 70-80%, nicht alle. Da können Sie auch ins Skat drücken. Aber das brauchen Sie. Das heißt also, wenn einzelne Akteure nur aufstehen und sagen, dass ich mache das für mich, bringt das für die nichts, das kostet sie nur was und für den Rest bringt es auch nichts. Das heißt, das Problem ist, eigentlich müssen wir dafür sorgen, dass die alle gleichzeitig aufstehen. Herr Schlögl hat es gerade so in einem Nebensatz gesagt, wenn wir alle gemeinsam aufstehen würden, hätten wir das Problem wahrscheinlich zu 50% schon gelöst.
Die Gesellschaft macht es aber nicht, weil jeder einzeln rational darüber nachdenkt, wenn er alleine aufsteht, bringt es was oder bringt es nichts. Und das einzelwirtschaftliche Kalkül sagt uns, bringt wahrscheinlich nichts. Und jetzt ist die Frage, wie kriege ich es hin, dass wir alle aufstehen? Sie brauchen irgendjemanden, der einmal in die Pfeife reinpfeift und sagt, so steht auf. Und das ist wahrscheinlich der Staat, das ist die Politik. Und deswegen brauchen wir ganz bestimmte Strukturen und bestimmte Prozesse und eben auch diese Roadmap, die uns vergegenwärtigt, wie komplex ist das Problem und wie kann der Staat in Interaktion, ressortübergreifend, ich will das gar nicht wiederholen, kann er dafür sorgen, dass auf einmal doch die Mehrheit der Akteure aufsteht und das Gesundheitswesen digitalisiert und die Energiewende mitträgt und so nachhaltige Mobilität kommt und die Landwirtschaft reformiert und. Und das ist letztendlich der Punkt und ich glaube, das ist der Hebel, an dem wir darüber nachdenken müssen. Aber da muss, glaube ich, auch die Politik noch mehr darüber nachdenken. Es wurde ja angesprochen, wer heute im Panel gesessen ist, wer nicht im Panel gesessen ist. Ich hätte mir eine andere Zusammensetzung auch wünschen können, das braucht man, glaube ich, auch nicht sagen, weil dort sitzen die Akteure, die darüber mehr nachdenken müssen. Wir haben ihnen vor 4 Jahren Missionsorientierung beigebracht. Wir haben ihnen vor 2 Jahren Foresight und Schlüsseltechnologien beigebracht. Wir haben versucht, im letzten Gutachten die Governance-Struktur ihnen beizubringen. Und das muss gelernt werden. Und da sehe ich ein großes Defizit. Hier im Raum, glaube ich, sind wir uns ziemlich einig, wo es dann auch hingehen kann. Vielleicht, wenn ich einmal nachhaken darf, in dem eben über Menti kam eine Frage, setzen wir vielleicht zu doll auf den Staat für gesellschaftlichen Wandel? Sie haben das jetzt auch nochmal stark gemacht. Auf der anderen Seite würde ich sagen, ist es jetzt, also letztens hat jemand auf einer Veranstaltung gefragt, wann hast du eigentlich das letzte Mal dein sozusagen Handeln verändert? Es ist ja schon eine Zeit, in der wir unser Handeln verändern, glaube ich, jeder für sich an ganz unterschiedlichen Punkten. Also deswegen nochmal meine Frage, wen braucht es denn noch außer dem Staat? Also setzen wir zu doll auf den Staat in solchen systemischen Fragen? Vielen Dank für die Nachfrage, weil das könnte jetzt hätte man missverstehen können. Es natürlich geht es darum, dass jeder und jede für sich die Veränderung mitmacht, bei der Energiewende und sonst wo. Also die Gesellschaft insgesamt ist aufgefordert, ihr Verhalten zu ändern, ihre Technologien zu verändern, ihre Produktionstätigkeiten zu verändern. Ich glaube, das ist auch jedem bewusst, das kam ja vorhin auch raus. Die Frage ist, wer gibt das Startsignal? Und wenn ich sage, der Staat ist da in der Pflicht, dann geht es nicht darum, dass der Staat das selber macht. Der Staat ist nicht der Macher, sondern wir haben gerade den Begriff der Orchestrierung gehabt, oder da gibt es noch ein paar andere dafür, spielt keine Rolle. Sondern er muss das Signal geben, dass wir in die und die Richtung gehen können und dann jeder und jede für sich dort auch investieren, sich verändern kann und so weiter. Da muss man Anreize setzen, da muss man Freiräume schaffen, da muss man Räume geben, wo ich das mal ausprobieren kann. Reallabor ist alles gefallen, aber in einer systematischen Art und Weise. Und ab und zu ist auch ein bisschen Subvention notwendig. Das ist ja gar keine Frage, das wollen wir auch gar nicht kritisieren. Aber insgesamt geht es eigentlich eher um diese Signalwirkung, vielleicht auch um der Staat soll Leadership zeigen. Er muss es ja nicht selber machen. Und das hatten wir im Gutachten dann auch bezeichnet als eine F&I-politische Zeitenwende. Bitte nicht falsch verstehen, der Staat soll es nicht selber machen. Es geht um keine Staatswirtschaft, um Gottes Willen. Danke für die Erklärung. Jörg Schütte, vielleicht gehen wir einmal zum zweiten Panel oder du kannst auch gerne beide Panel sozusagen kommentieren, aber vielleicht für dich jetzt nochmal in der Nachreflexion. Was nimmst du mit, vielleicht auch mit Blick auf diese Frage, wie werden wir schneller und sozusagen kohärenter in unserem Handeln? Was wäre so dein Takeaway von heute? Wir reden in der Tat über komplexe Probleme. Im Energiesektor reden wir über unterschiedliche Sektoren, Industrie, Gebäude, Mobilität. Wir reden über Erzeugung, Speicherung, Verbreitung. Und das Panel hat gezeigt, dass es durchaus kreative Ideen gibt, sowohl auf der technologischen Ebene wie auf der strukturellen Ebene, um Dinge zu verändern. Ich greife einen Punkt mal heraus, weil der fast ein wenig lachend wohlwollend kommentiert wurde, nämlich der Vorschlag des Ministerpräsidenten, 2 Naturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Sperrminorität im Kabinett zu haben. Wenn man es konstruktiv wendet, ich glaube, die Idee aus dem angelsächsischen Raum, in jedem Ressort einen Chief Scientist zu haben und in der Regierung einen Chief Scientist im Hinblick auf Foresight, im Hinblick auf Risikokontrollen, im Hinblick auf Gestaltungsoptionen, ist das eine Möglichkeit, einmal darüber nachzudenken und zu schauen, ob man hier strukturell tatsächlich etwas verändern kann. Und ein zweites nehme ich auch noch mit. Wenn wir über die Rolle des Staates reden, müssen wir ein wenig aufpassen zwischen staatlicher Administration in der Exekutive und andererseits nochmal der politischen Dimension zu unterscheiden. Und auch da nehme ich ein Wort vom Ministerpräsidenten mit. Einerseits Demut,
Aber andererseits auch Mut. Bescheidenheit einerseits, dass man staatlich nicht alles lösen kann und deswegen genau das braucht, was Herr Kantner gerade gesagt hat, aber andererseits auch politischen Mut zu haben, in der Debatte zu bestehen und so, wie es nicht Just-in-Time-Science geben soll, auch nicht Just-in-Time-Politics zu machen, sondern tatsächlich den etwas längerfristigen oder gar langfristigen Weg zu nehmen und die Perspektive im Blick zu haben. Auch das ist eine Ermutigung, die ich von heute mitnehme. Vielen Dank. Gerrit Haug, Sie haben, sind ja auch sehr involviert sozusagen in das Thema des zweiten Panels. Ich weiß nicht, ob Sie da auch noch mal so zwei, drei Dinge mit sagen wollen, die Sie mitnehmen und vielleicht auch darüber hinaus auch mal so ein bisschen zu schauen, was brauchen wir denn noch in Richtung Ermöglichungskultur in Deutschland? Also ich muss jetzt noch was zu Georg Schütte noch mal sagen. Wenn ein Donald Trump den Chief Science Advisor festlegt, dann wird das auch nichts. Ne? Also das ist immer eine große Gefahr, wie man das dann auch entsprechend definiert. Ne, was ich mir natürlich wünsche, das kam sehr gut bei Robert Schlögl, aber auch auf dem Podium auf, ist ein technologieoffenes All-in. Wir haben nur noch wenig Zeit und vielleicht der Hauptsatz null, bitte immer erst einsteigen, bevor wir aussteigen. Das ist ein Grundfehler im Moment, der ja auch in diese Verbote-Diskussion gerade reingeht. Und wo ich natürlich dann immer in all unseren Papieren bin, ist, wenn man jetzt eben so einen Leopoldiner zusammennimmt, von den Chemikern, den Katalyseforschern bis zu den Ökonomen, ganz oben muss einfach ein CO2-Preis stehen. Der muss national, europäisch und ideal global gedacht werden zur marktwirtschaftlichen Ermöglichung. Ohne einen gescheiten CO2-Preis werden wir nie ein Klimaziel schaffen. Also das sind sich doch alle einig. Und dann könnte man neben dem sozialen Ausgleich ja zum Beispiel jetzt dann eine nationale Netzinitiative machen. Also Sie haben es angesprochen, alle unsere Netze sind marode. Und wenn man das noch europäisch anbindet, also die Holländer, die haben da so vier Rohre verlegt von Rotterdam daher für eine perfekte Wasserstoffinfrastruktur. Nur ist ja keiner, der das abnimmt. Ja, das muss beschleunigt werden. Und dann möchte ich aber noch mal auf den Forschungsstandort Deutschland zu sprechen kommen. Das war ja nun sehr, wir haben ja die Festreden auch gehört und die Sonntagsbekundungen. Wir gehen aber auch wirklich in echte Niederungen. Wir kämpfen gerade alle um unsere jungen Menschen, dass die jetzt nicht über ein neues Wissenschaftszeitvertragsgesetz nach 3 Jahren Promotion ein Berufsverbot kriegen. Also ein kompletter Irrsinn, das sieht wieder ein bisschen besser aus, der da unterwegs ist. Und diese eine Fehlkonstruktion jetzt hier gemeinsam mit dem April ja nun der verpflichteten Arbeitszeiterfassung in dieser kreativen Welt der Wissenschaft, das wäre ein Wahnsinn. Ich möchte Ihnen eine Anekdote als Meeresforscher erzählen. Die Bundeswehr, die macht das ja alles, die hat ein wunderbares Forschungsschiff, das liegt an Eckernförde in voller Schönheit, die heißt, das ist die Planet. Aber da müssen alle um 17 Uhr zu Hause sein, können mal weltweite Fahrt machen, aber die schaffen es nicht mal an mehr als, glaube ich, 50 Tagen im Jahr die Eckernförder-Bucht zu beforschen. Und das wäre dieser komplette Wahnsinn, diese Abwärtsspirale, die uns ja gar nichts kostet. Also da bitte ich doch alle Beteiligten, da wirklich im Sinne der jungen Menschen diese Ermöglichungskultur, die Flexibilität braucht, respektive dieser gnadenlosen Überregulierung zu bedenken. Und mein letztes Statement, die Investition in diese klugen jungen Köpfe. Wir haben eine Inflation. Wir haben Ende des Jahres vermutlich alle 15% weniger Geld. Das BMBF hat ein Budget von 20 Milliarden. Ich habe mich schon mal geäußert. Also wenn wir dieses wichtigste Gut, was wir haben, die jungen Köpfe jetzt auch wirklich weiter fördern wollen für die Innovation, die Spitzenforschung, wäre da vielleicht zumindest mal ein Minimums geboten. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Haug. Last but not least, Volker Mayer-Guckel, aus Sicht des Stifterverbandes, was wäre dein Fazit? Also ich habe hier eine Reihe von Stichworten und Notizen, die ich gar nicht alle abarbeiten will, zumal die meisten Stichworte auch schon genannt worden sind. Ich habe mir nochmal die Dramaturgie des heutigen Tages vor Augen geführt, als Herr Heil anfing mit Speed Matters. Und wir können Geschwindigkeit. Und irgendwie hat er ja recht gehabt. Ja? Also wenn es darauf ankommt, wenn uns der Tiger im Nacken sitzt oder wenn die Katastrophe droht, ja, um Herr Krömer zu zitieren, dann können wir Geschwindigkeit. Ich glaube, jetzt geht es darum, und das hat aber, glaube ich, der Tag heute auch gezeigt, wie können wir den Geschwindigkeit forcieren, bevor wir in Not geraten. Und wenn ich das dann aber mit den, also wenn ich so diesen Eingangsstatement von Herrn Heil
gegenübersetze zu dem, was am Schluss gesagt wurde, als Herr Schlögl davon gesprochen hat, wir haben eine Atomisierung der Verantwortlichkeit, wir haben einen Dauerkonflikt zwischen zwei Ministerien, dann ist das diametral entgegengesetzt. Und damit bin ich eigentlich bei dem eigentlichen Punkt. Ich glaube, was wir heute wirklich gut rausgearbeitet haben, ist nochmal eine Präzisierung des Roadmap-Begriffes. Und wenn Sie schauen, auf jeder Ministeriumsseite gibt es einen Roadmap-Begriff. Ja? Und jedes Ministerium hat einen Roadmap. Aber das scheint nicht das zu sein, was wir hier heute herausgearbeitet haben. Auf nationaler Ebene, auf europäischer Ebene und teilweise sogar auf globaler Ebene. Mehr Orchestrierung, mehr Verantwortlichkeit. Herr Schlügel hat gesagt, er wünscht sich einen Letztverantwortlichen. Ich würde mal sagen, es reicht schon, wenn wir es so wie in Amerika machen, um mal die ARPA oder die DARPA oder die ARPA H und I zu zitieren. Das sind ja nicht demokratieferne Systeme, an denen wir uns messen können. Die sind mandatiert. Und da kommen Akteure zusammen, da kommt die Wissenschaft zusammen, da kommen Innovatoren aus der Wirtschaft zusammen, da kommt Zivilgesellschaft zusammen und da kommt das Fachkräftethema auch noch rein. Also wenn uns das gelingt, dann irgendeinen Ort zu definieren, wo wir diese Letztverantwortlichkeit organisiert und orchestriert bekommen, dann kommen wir, glaube ich, bei dem voran, was uns heute beschäftigt hat. Und das Letzte, was mich auch noch mal beeindruckt hat, war die Bemerkung des Ministerpräsidenten. Es fällt ja auf, dass es der Wissenschaft gelungen ist, bei dem Dringlichkeitsthema des Klimawandels es selbst orchestriert zu bekommen zu haben. Ja, die Wissenschaft selbst hat es da ja geschafft. Und ich habe den Eindruck, dass es jetzt auch noch mehr Anstrengungen bedarf in der Wissenschaft, das zu tun, was wir heute diskutiert haben. Wir haben sehr offen diskutiert über die Widersprüchlichkeiten und Komplexitäten in dem, was wir uns vorgenommen haben. Aber in der Öffentlichkeit stelle ich das nicht fest. Da ist die Wissenschaft in diesen Punkten, wo es um Widersprüche geht zu der aktuellen Politik, die wir betreiben, glaube ich nicht mit einer Stimme oder orchestriert präsent. Und ich wünsche mir, dass das auch passiert. Das sind die Dinge, die ich mitgenommen habe. Vielen Dank an Sie vier auch nochmal. Bleiben Sie gerne hier, dann bin ich nicht so allein und wir sind auch gleich fertig. Wir diskutieren weiter am Donnerstag 15 Uhr zum Thema Energiesysteme, wo wir das Panel nochmal nachbearbeiten und am Freitag um 10 Uhr zum Thema Digitalisierung in der Gesundheitswirtschaft. Es bleibt mir am Ende noch allen zu danken, nicht nur den Diskussionsteilnehmerinnen und Teilnehmern in den Panels, den Moderatorinnen und Moderatoren der Panels in diesem Fall und den Partnern in der Vorbereitung. Vor allem würde ich gerne noch das Team hinter den Kulissen erwähnen und ich sage jetzt mal selbst stellvertretend Sonja Kaufmann, Sonja Vogeler, Bettina Gerhardt, Pascal Hetze, vielleicht die viermal, aber auch die Arbeitsebenen in den Organisationen, die zusammen das inhaltlich und organisatorisch vorbereitet haben. Und damit verabschieden wir uns heute und wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Jahr beim Forschungsgipfel und ich hoffe, dass wir dann einen Schritt weiter sind. Herzlichen Dank in die Runde und allen einen schönen Nachmittag.